Das ist Danke, schön, Mustafa. ja. Betet für Strohhut, aber das ist schön. Ja. Ich freue mich auf diesen Tag. Ja, hat natürlich versucht, hatte auch noch versucht, so ein bisschen Ausreden zu finden mit Übersetzungsfehler und so, dieses ganz normale, ne, wenn die dann wenn die keine Argumente mehr haben. Aber es ist irgendwo noch Hoffnung da, ne? Es ist noch Hoffnung da, deswegen Hodja. Deswegen Hodja. Das ist sehr wichtig. Die Hoffnung ist Okay. klein, aber ist Die immer ist noch ein aber nicht bisschen was da. abgestorben, die Hoffnung. Die ist noch nicht abgedeckt. Man hört das noch heraus. Deswegen beten Ja. für Strohhut, beten. Ja, ganz wichtig, Ich ja. freue mich richtig auf diesen Tag, Bruder. Du hast keine Ahnung, wie ich mich freuen Ja. werde, wenn Ja. dieser Tag kommt. Ich bete dafür sogar, dass dieser Tag kommt. Boah, wie ich dafür bete. Ja. Viele Leute kennen das ja auch Ich gar will nicht mich richtig alles. freuen. Bruder Reza, du musst auf jeden Fall dabei sein. Ja, so Gott will. Klar. So Gott will, werden wir dabei sein. Boah, das wird schön. Ich freue Ja, aber mich. es Ja, die wird jetzt Zuschauer nicht freuen sich kommen, weil auch. die Rogers dann nicht ihr Gesicht verlieren wollen in der Öffentlichkeit. Der wird nicht kommen. Ja, der zeigt ja sein Gesicht nicht. Er zeigt ja sein Gesicht nicht. Also, der ist ja der Hodja, Trotzdem, ne? Und der wird das ja wird sich bezeugen, auch dass das ja der rumsprechen. Hodja ist. Das wird sich auch Also, seine rumsprechen. Arme wissen wir nicht, sein Gesicht sehen wir nicht. Das Ja, aber bedeutet. der Junge bringt den und dann hat er Angst, dass der Junge dann Vor ihm erzählt, hat er den Gesicht boah, verloren, ja. englische Christen haben dann, ja, den Hodja dann komplett mundtot gemacht. Und dann ist das natürlich für ihn ganz übel. Boah, ich werd mich richtig freuen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann wird aber der Junge seine Augen öffnen, weil das habe ich noch nicht erlebt, dass ich vor ein Hodja, ne, mundtot gemacht habe und der Muslim daneben sieht es dann mit seinen eigenen Augen auf den Hodja, den er vertraut hat. Na, dann will ich die Reaktion sehen, ob dieser Muslim ehrlich ist und sagt, alles klar, ich verlasse es oder ich bleibe trotzdem drin. Das will ich sehen. Ob die ehrlich mit sich selber sind oder ob es nur leere Geplapper immer so ist. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, wir hoffen mal, ne? So Gott die Tür öffnet, der Herr Jesus. Und dann kommt er und dann. Aber was soll er denn schon großartig sein? Der muss auch auf diese Quellen zugreifen. Ich weiß, aber Der man kann muss es nicht nur aus seinem Mund anders. hören. Das genügt mir aus seinem Mund, das zu hören, auch von einem Hodja. Ja. Das ist viel, 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 sehr, sehr viel wert. Die Zuschauer, die stummen Menschen, die vielleicht nur Follower haben, die hören doch mit. Genau, hier Nicht etwas von jemandem vergessen, geschrieben, die ne? gibt es Suche ja auch. 501, fragt nicht nach Dingen, ne? Die euch, wenn sie euch offenbart werden, euch unangenehm werden, denn viele von euch haben danach gefragt, nach diesen Dingen im Glauben und haben den Glauben verlassen. Ja, Genau, hat jemand hier, jemand hat das reingeschrieben, Luca. So, ja, Sure 5, oder, ne, oder? Warte. Suche 5, Sure Vers 5, 101 Vers und 102. 102. Ja. Genau. Pavlos, Frage an dich: Wo, wie, wer hat dich getauft? Ja, es war mein Cousin, mein eigener Cousin. Ich war draußen und wurde draußen getauft. Da war ich 20, glaube ich, 21, wenn ich jetzt nicht lügen sollte. Ich habe mein Alter vergessen. An den, ich weiß nicht mehr, so lange her war das. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 19, 20 oder 21 war. Eins von den drei. Ja, komm hoch, Luca. Das ist hier, der Stream ist nicht von mir, ist vom Bruder Pavlos. Ich würde ihn reinlassen, aber der hat null Follower. Wie soll ich ihn holen? Ach so, nee, du brauchst genügend Follower, Luca. Du hast nicht genügend Follower. Genau. Lugia, ach so, Lugia. Lugia heißt, ja so, ich habe auch. Ja, Lugia. schick mir. Ja, wie soll ich dir schicken? Nein, du Ich brauchst kann. 1000 Abonnenten oder so, ne? Oder wie geht das? Ja, als Gast sogar Oder 500, habe ich 900 jetzt irgendwie gesehen. sowas. Nehmt mich hoch, ja, Otto. Ich hole dich hoch. Du hast genug. Stell deine Fragen. Gottes Segen, Otto. Gottes Segen, Leute. Was Ich liegt dir auf höre, den Herzen? ja, ich sehe euch da ist schon, ich höre euch schon längere Zeit und ich wollte euch sagen, ihr weißt selber, dass im Koran bzw. im Islam darfst du lügen. Und du kannst nicht hundertprozentig sicher sein, und das sage ich euch so, wenn auch Imam kommt, der wusste, das ist wie ein Pfarrer, wie soll ich dir die Wahrheit sagen? Ich sage, ich werde lügen, ich werde dir die Wahrheit jetzt sagen. Das ist die Sache. Leute, meinst du, dass ein Imam wäre, dass die Leute sagen, ja, Leute, die haben recht, siehst du, du bist jetzt, ja, du bist verarscht, und aber du musst weiter bei uns bleiben. Nein,
Der würde auch lügen. Ja, da hast du recht. Dieses Lügen No. im Samtapreya. Ja, du hast recht. Aber man könnte denjenigen trotzdem aufs Glatteis führen bei bestimmten Ja. Themen. Wenn er versucht zu Ja. lügen, kann man ihm die Tür zumachen. Auf Genau. eine gewisse Art und Weise, ne? Aber Da muss man sich nur gut auskennen. Bruder Reza, das eine Frage, was ich zu euch habe heute oder zu dir, weil mir, also da macht jetzt Magenschmerzen diese Sache, also das ist was Neues, seit 2 Tagen in TikTok ist. Hast du schon gehört, diese Dr. Theol von Anzachar-Universität, wo hat gesehen, beziehungsweise jetzt erstmal, kann man sagen, nach 1400 Jahren. Wir wissen alle, dass mit dem 666, das ist schlecht übersetzt im Bibel. Also da steht in Original, also das ist X, das ist irgendwo YS, das heißt Bismalach. Also das heißt, dass unser Gott wusste, dass der Koran kommt und wie soll ich jetzt sagen euch, diese Antichrist, das ist der Islam. Aber ich Nein, hatte, nein, 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 nein. es gibt was, es gibt Da musst was. du Das aufpassen, mit lieber dem Otto, was du dir da Maiszeichen, ne? anguckst. Ja, der Ne? meint Das ist Offenbarung falsch, was 3, du Vers gesehen hast. 16. Genau, Das ist falsch. Weil Da musst du Otto, du aufpassen, musst so Otto, da verstehen, sind das viele Irrlehrer Maiszeichen kommt unterwegs. in der Drangsalzeit. Wir leben nicht in der Drangsalzeit. Ja, Das das ist ein großer Mahlzeichen ist, Unterschied. ja, das Mahlzeichen des Tieres ist ein Zahlungsmittel, was kommen wird, wo eben alle Ja. anderen Zahlungsmittel beseitigt werden und nur du damit kaufen und verkaufen kannst. Und das bekommst du an der rechten Hand. Das heißt, es ist ein Zahlungsmittel. Genau. Es Ja, ist nicht der und wir wissen Islam. alle, dass das Warum? QR-Code, ne, QR-Code hat 666, als nebenbei gesagt, aber diese Ja. 666 ist eine Quersumme, die man rechnen kann. Die Israeliten rechnen es mit einem Namen. Das hat eine Quersumme zu tun. Ne? 666 gibt es einen Namen dafür. Ich hatte den hebräischen Namen sogar vergessen. Ja, Aber und die machen das immer durch die Rechnung und dann haben die einen Namen. Und der wird vielleicht den Namen tragen. Wir werden es, also die Menschen werden es sehen, wenn es angekommen ist, dann haben die ihre hundertprozentige Antwort. Aber es ist Fakt, was Fakten ist. Es ist ein Zahlungsmittel, was du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst, wenn du das Zahlungsmittel nicht annimmst. Und wir wissen, dass du es auf die rechte Hand oder auf die Stirn tun wirst. Ein Islam, ein Koran tust du nicht auf deine rechte Hand oder auf die Stirn. ja, okay, aber weißt du was? Der hat auch gesagt, weil ich habe das Ganze, also das ist, glaube ich, 5 Minuten oder sowas, das ist irgendwo so Ware schon kommen, also Ware, so wie Milch, weiß ich nicht, irgendwo, und da steht diese Halal. Ja, das ist nicht toll. Ich habe jetzt so mehr, ich habe mich da markiert bei diesem Video. Ich muss das mir mal anschauen, dass Ja. ich nicht täuschen von Menschen. Wie nennt er sich Doktor, ne? Ja, der Doktor, im Moment, ich Ja, habe welche gesehen Gemeinde auf besucht Dr. er? Theol vom Wer ist das? Al-Azhar-Universität. Ich Und habe der noch hat nie in jetzt, seinem ganzen Leben seinen Namen gehört. ja, ich habe auch nicht gehört, aber da waren so viele Leute da in den Saal. Ja, auf einmal ein Da, Laien, das. Jetzt ist das rausgekommen. ja, Welche genau. Gemeinde besucht, was ein Christ ist, der behauptet, der Jesus ist Gott. Erstmal prüfen, wer die Person ist. Dann erkennen wir anhand der Früchten, ist er überhaupt ein Christ? Ja, genau. Da Man muss man muss doch vorsichtig prüfen. sein bei diesen endzeitlichen Videos und Offenbarungen und so weiter. Dass der Islam eine antichristliche Religion ist, das trifft ja zu, das wissen wir ja. Aber der Islam spielt keine Rolle in der Endzeit, in der Drangsalzeit. Warum? Genau, weil dieser Volk von mir, vom Gott erwählt, also Israel, das wäre auch so Krieg zwischen Islam und Israel, und dann wäre Israel Genau. fast schon am Ende, so sagt man auch in Bibel, und dann kommt Jesus, ne? Dann lasst Genau, es nicht das ist wieder richtig. Ja, das ist so. Daniel, ne? Das Buch Daniel, Kapitel 7, wenn der Genau. Herr Jesus nach den 4 Weltreichen wieder auf den Wolken des Himmels zurückkommt. Aber die 4 Weltreichen, das Römische Reich, war, ist nicht und wird wieder auferstehen. Das Ja. heißt, das Römische Reich aus den Heidenvölkern wird wieder eine neue, also so eine Art Neuaufbau erleben. Ein Wiederkommen, das Römische Reich. Und dann wird auch Jupiter Capitolinus, der Gott der Festungen, wieder verehrt werden. Ja, In nur Reza, Europa da kommt es muss zu einer Diktatur. viele, viele Leute wissen das nicht. Aber ich habe von Anfang an, ich sagte ja, ich bin schon 60 Jahre Warte alt. kurz, Otto, warte. Der Ja. Araber, der hochkommen möchte, komm hoch.
Ich habe Ja. dich doch gerade angenommen, du bist rausgegangen. Schick bitte wieder eine Einladung. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen, ich schicke dir auch eine Einladung. Du willst doch unbedingt reden, dann komm gerne hoch. Stell deine Fragen. Wo Was ist ich das? wollte sagen, dass diese Volk Israel, das ist auch nicht hundertprozentig jetzt, wo jetzt ist, die vom Bibel, weil da diese Juden, wo glauben an Gott, das sind wahrscheinlich nur 20%. Da muss man auch das wissen, dass viele meinen, ja, da sind die alle Israelis für Gott. Da weißt du selber, die glauben nicht an Jesus, die glauben nur, dass der Messias kommt erstmal und das wäre der Antichrist. Ja, genau. Sie müssen durch die Hölle durch, die Israelis. Am Genau. Ende der Zeiten werden sie sich aber der letzte Drittel, Sacharja 13, Vers 8, der letzte Drittel wird ins Feuer gebracht, zwei Drittel von Israel wird sterben, der letzte Drittel wird übrig bleiben und dieser letzte Drittel wird sich zum Herrn Jesus bekehren, endlich. Und Genau. dann wird der ganze Israel, also dieser letzte Drittel, das letzte Drittel Israel ist ganz Israel, was noch übrig bleibt. Und die werden errettet, wenn der Herr Jesus zurückkommt. Ja. Ja, aber Israel geht durch die Drangsalzeit. Wir, die Braut Christi, die Gemeinde Jesu, werden vorher entrückt. 1. Thessalonicher Kapitel 4, ab Vers 16. Das heißt, wir, die Braut Christi, die Gemeinde Jesu, kommt nicht in die Drangsalzeit. Wir haben eine himmlische Verheißung durch die Entrückung. Israel hat eine irdische Verheißung durch das tausendjährige Friedensreich. Jesaja Kapitel 11. Wir haben zwei verschiedene Verheißungen. Israel hat eine irdische Verheißung und die Braut Christi, wir, die Gemeinde Jesu, hat eine himmlische Verheißung durch die Entrückung. Israel muss durch die Drangsalzeit hindurchgehen und wird sich dann bekehren und in das tausendjährige Friedensreich reinkommen. Wir werden vorher entrückt und werden später mit dem Herrn Jesus zurückkommen auf die Erde, um mit dem Herrn Jesus und Israel aus Israel heraus zu herrschen und das tausendjährige Friedensreich zu eröffnen. Ressa, kannst du mir Antwort geben, warum? Weil ich habe auch viel zugehört. Dann in Genf sollte diese, kann man so sagen, dieser Sitz vom Teufel sein. Ja, die Leute versuchen natürlich, diesen Portal zu öffnen zur Unterwelt, wo die Dämonen sind. Und die werden es auch schaffen. In der Drangsalzeit wird ja das Portal geöffnet. Das heißt, Gott erlaubt es eben, diesen Menschen diesen Portal zu öffnen und Dämonen werden dann auf die Erde kommen und die Menschen dann halt plagen. Das wird der Herr Genau. erlauben. Genau. Das steht in der Offenbarung Kapitel 11. Otto, hast du noch eine Frage? Weil andere haben jetzt auch ein paar Fragen. Lass dich nicht verführen, Otto, von diesen komischen Doktoren und wo die so viele Nein, nein, Menschen. aber ey, Leute, egal was jemand sagt, ich komme von meinem Glauben nichts mehr raus. Da muss Ja. man töten. Und auch bei Ah, Töten. okay, sehr gut. Genau. Halte an dem Herrn Jesus fest. Genau, Jesus Dann bist du Christus ist schon auf der mein Gott richtigen und Seite. fertig. Aber ich sag dir, die machen uns Menschen so immer so Angst oder diese ganze, weißt du, so die Leute, wo die wissen, die wo jetzt im Islam sitzen, die Ja. wissen überhaupt nicht, wenn die dann umkehren, die sind verloren, die sind verloren. Aber die Ja. glauben, siehst du, ganze Zeit, nein, Allah, sowas, Allah. Ja. Ja. Da musst du mit denen reden, ne? Wir versuchen auch so viele Menschen wie Ja. möglich zum Herrn Jesus zu bringen, damit die errettet werden. Das ist nicht nur unsere Aufgabe, sondern auch deine Aufgabe von allen Christen, ne? Ja. Von daher müssen wir Gas geben. Das bleibt nicht mehr viel lange Zeit, ne? Etza, ich habe Genau. zurzeit Probleme mit Christen, die wieder auf diese Bahn zu kriegen. Da sind die Christen viele, weil da steht auch in Bibel, die werden viele vom die Glaube abfallen. Und dann sehe ich das auch bei die Ja. christlichen Leute, die glauben nicht an Jesus, die glauben nicht auf so Sache. Also Leute, das was ich sehe, da sage ich dir, wir erwarten schon nichts mehr lang. Kann sein, dass ich noch überlebe, also Weltuntergang. Also Ja, klar, natürlich, wir sind in der absoluten Endzeit. ja. Und diese Gläubigen, die du meinst, die waren ja nie wiedergeboren, wenn sie den Glauben verlieren. Ne? Nur die Wiedergeborenen werden bestehen. Die werden alles überwinden. Ne? 1. Johannes 5, Vers 4, die Wiedergeborenen überwinden die Welt. Also alles. Und bewahren den Glauben bis zum Schluss, bis zum bitteren Schluss, sogar über den Tod hinaus. Genau. Und die, die abfallen nach 1. Timotheus Kapitel 4, dass der Apostel Paulus sagt, in der Endzeit werden viele vom Glauben abfallen und dämonischen Lehren nachfolgen. Das ist leider so, weil nicht jeder Gläubige auch echt ist.
Guck mal jetzt Jeder im Internet. Gläubige ist wiedergeboren. Genau, im Internet, da steht immer jedes Tag immer mehr, so sage ich so, diese ganzen bekannten Leute, wie größere Fußballer, die bekehren sich zu Islam, die nehmen Islam an. Also die zeigen ja, Otto, die Leute, nicht was verführen lassen. sie da Otto, nicht Ja, verführen nein, lassen. der hat schon recht. Die nehmen den Islam an und die verführen dann halt Ja, Millionen von Menschen, weil die haben sehr danke. viele Fans. Und die Fans denken, ja, wenn mein Star dann so ne, Islam annimmt, Ja, dann muss der ja. Islam ja richtig sein. Ne? Und die verführen ja die Deswegen jungen nicht Leute. verführen Ja. lassen, Otto, ne? Hey, Hast du nee. jetzt noch eine Leute, Frage, Otto? ich weiß, dass der Teufel ist kein dumme Sau. Das sage ich euch. Das ist so Sache. Ja, aber ich lasse mich nicht verführen. Leute, Sehr nie im Leben. gut. Nein, Dann nein. wünsche ich dir Gottes Segen, Otto. Danke. Gesegnete Segne Nacht. dich, Otto. Ich segne euch auch. Bis bald. Bis Ja, bald. tschüss. Bruderherz, was liegt Hallo, auf den meine Freunde zusammen. Herzen? Ich Gottes wollte Otto Segen. nicht unterbrechen. Du pass auf, Pavel und Resa, kurze Frage. Euch ist ja die Sure 457 bekannt, richtig? So, da geht es Ja, ja um die Vers Kreuzigung. 157. Ja. So, ich verstehe den ersten Satz nicht, Resa, weil wir hatten heute Morgen eine Debatte und ich sehe Ja. das eindeutig so. War das irritiert? Können wir den kurz zusammenlesen, den Vers? Ich Ja. hätte gerne eine Frage, wer da spricht im ersten Satz? Ja. Schlagen Wer wir doch spricht da, mal Resa? auf. Weißt du das? Ja, schlagen wir mal. Suche, Servus, Gottes sag nochmal. Segen. 4, Gottes Segen, Suche Robin. Warte 4. kurz, Robin, wir kommen gleich zu dir. Ich muss kurz Bruderherz seine Antwort befragen. Genau, Alles gut. Suche 4, 157. 457, das ist der Warte, Klassiker. ich höre Genau. mir das Es geht auf. darum, den Herrn Jesus, ne? Ja, das weiß ich. Nein, und Kreuzigung, alles klar, dass es so erschienen ist. Alles gut. Darum geht es mir. Mir geht es um den allerersten Satz. Darum hatte ich heute Morgen ein Gespräch und die haben das abgesprochen und ich erkenne da einen eindeutigen Widerspruch, weil der Satz passt mir nicht. Weil da wird ganz klar gesagt, und 152, ne? dafür, nee, Ja, 157, Pavel. 157. Okay, habe ich. Genau. Versteht? So, lies mal den Und ersten Satz. dafür, ich lese vor, und dafür, sie sagten, gewiss, wir haben Al-Messias, Isa, den Sohn Mariams, den Gesandten Allahs, getötet, aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern Nee, es stopp, stopp, erschien in ihnen. das andere ist ja alles klar. Es geht ja darum, es geht nur um den ersten Satz, Papa. Jetzt pass auf, wir sagten und wer ist wir? Damit Und sind doch also du die behaupten gemeint. das Wir so, ich erkläre sagten. es dir. Die Also. behaupten, guck mal, und dafür, dass sie sagten, da ist ja Gänsefüßchen so unten, es ist ein Zitat, was jemand sagen wird. Gewiss, wir haben den Messias, Jesus, den Sohn Maria, den Gesandten Getötet. Allahs getötet. Die Punkt. sagen also, der das gerade geschrieben hat, diese Koranstelle, ne? Also Allah, Ja, bis der wir. behauptet, Ja, dass nein, wir sind, dass Bruder, sie es wir so möchten nur reden. wissen, wer sind wir? Wer spricht da als Wir wir? sind Wer wir, sind wir? wir. Wie geht's Nein, denn? wir Aber sind doch wir haben die doch den Herrn Juden. Jesus nicht getötet. Nein, das sind doch die Juden, die sagen, also, Genau, die und Juden. dafür, dass sie Die sagten, Juden, Juden, genau. ja. Okay, Punkt. So, jetzt pass auf, Reza. Weißt du, was ich nicht verstehe? Guck dir den Ja. Satz danach an. Also gewiss, wir haben El Messias. Seit wann haben die Juden denn gedacht, das ist der Messias? Ja, klar, das passt von vorne hin hinten nicht zusammen, diese Sache. Da hast du Ah, recht. jo, das ist Ja. verstehst du? Das passt mir nicht an dem ersten Satz. Ja, Stark. gut, okay. Natürlich können die sagen, ja, es gab mal einen Jesus, ne, in Judäa, und Aber dann die haben nennen sie ihn ihn getötet, nicht den Sohn von Messias. Maria. Ne? Nee, aber auch in den Tafsir steht eindeutig Messias Jesus. Steht ja, eindeutig sogar im Tafsir. Messias, Der ja. Al-Messias heißt er arabisch, das heißt Messias, Messias. ja, klar. Die verleugnen das Ja, nicht. gut, die können ja sagen, euren Messias. Das ist ja, ich weiß, was du meinst. Für mich ist es auch eindeutig, dass das ein Fehler ist, weil er redet. Aber die könnten das so drehen, dass sie sagen, Ja. ja, euren Messias. Ihr nennt ihn Ja. Messias. Deswegen haben wir euren Messias getötet, gekreuzigt. Aber wer hat den getötet? Das waren die Die Juden. Juden. Richtig, richtig. Ne? Ich weiß, du Na, hast na gut. recht. Das ist für mich auch eindeutig ein Fehler da drin. Ja, weil Aber normalerweise die müsste. könnten das drehen, leider. Aber normalerweise müsste der Satz doch heißen, und dafür, dass sie sagten, gewiss, sie haben El Messias, nicht wir. Wir sind doch die Juden gemeint. Ja. Wir Das haben ist ein ihn Zitat, wie getötet der Bruder mit schon dem sagte. Das sind Messias. schon die Juden, die da reden jetzt gerade. Ja, die Ja. Juden, ja. Okay, gut. Ja, Also, okay, nee, Bruderherz, stark. nur das wollte nur mal nachfragen, ob ihr Nee, vielleicht das da ist mehr gut. gewusst hättet. Aber du weißt, sie können es wieder drehen.
Ja, gut, alles gut, kein Thema. Dann Gott des Okay. Segen, danke fürs Dein Wochenende. Gottes Alles sauber. Segen, mein lieber Gott segne Ciao, dich. ciao. So, Robin, Gottes Segen. Was liegt auf deinem Gottes Herzen, Robin? Segen. Und zwar, ich habe eine Frage, weil ich irgendwie immer mehr mitbekomme, dass das Mahlzeichen irgendwie damit zu tun haben könnte, also mit dem Islam, weil es ist halt so, Allah Ist hat ja das viral gegangen, 99 Bruder Namen. Reza? Bitte? Hast du, also anscheinend ist ein Video viral gegangen, wo jemand Ja, behauptet, das Mahlzeichen das Video ist geht der viral. Islam. Ja, Ich habe siehst du? das gesehen und so. Und Ja. ich Das ist weiß, es sag ich. nicht. Das ist es nicht. Das Mahlzeichen kommt in der Drangsalzeit. Die Drangsalzeit ist die Ja, das Zeit, weiß ich. wo Das weiß wiederumgeborene ich schon. Christen schon entrückt sind. Und Das mit weiß dieses ich. Mahlzeichen musst du nehmen, damit du kaufen und verkaufen kannst. Das kannst du in deine rechte Hand oder auf deine Stirn tun. Das steht genau so drinne. Ich weiß es, ich studiere sozusagen die Endzeit. Ich habe halt nur das so mitbekommen, deswegen habe ich mich das gefragt. Weil das Ding ist, ich glaube, ein Name davon ist Sahibu al-Ma oder so. Und deswegen habe ich mich gefragt, weil Mohammed hat ja auch ein Siegel und ich kann halt Arabisch zählen. Und da waren so drei Sechser drauf. Und dann habe ich mich gefragt, ob das ev eventuell etwas damit zu tun haben könnte. Nee, weil man muss ja kaufen und verkaufen, ne? Damit. Und du musst es ja in deine Hand und auf deine Stirn tun. Das muss jeder Mensch annehmen oder ablehnen. Weil im Koran steht ja, dass die Gläubigen, und wir sind laut Gläubigen, wir sind laut Koran die Gläubigen, das sind die Muslime, die werden ein Mahlzeichen bekommen und da wird schon Bismillah, also im Namen Allahs, und deswegen habe ich mich, und die Ungläubigen werden das nicht bekommen, und im Nein. Wenn du Judentum ist es genau Offenbarung 13 andersrum. liest, mein lieber Robin, Offenbarung 13 spricht ja von zwei Tieren. Das sind zwei Personen, die in der Endzeit auftreten werden und Ja, zusammen genau, der arbeiten. Antichrist und der falsche Prophet. Der Der Prophet. Antichrist ist der falsche Prophet. Also der Antichrist, das ist das Tier aus der Erde und dann gibt es noch ein Tier, das kommt aus dem Meer. Aus dem Und das Meer. Meer ist nach Jesaja Kapitel 17 eben die Völker der Erde gemeint außerhalb von Israel, also die Heidennationen. Und das sind eben Aha. die europäischen Nationen damit gemeint. Also in Europa kommt ein Das habe ich mir Diktator. gedacht. Ja, es wird wieder zu einer Diktatur kommen in Europa. Und dann wird eben ein Diktator kommen, der für Ordnung sorgen wird, weil es wird Richtig. vorher für Riesenchaos gesorgt hier in Europa. Und da sind die Muslime natürlich sehr stark daran beteiligt. Aber ist die neue Weltordnung. Das ist eine Genau, totalitäre. und nach 3,5 Jahren bricht er den Bund. Ja, genau. Genau. Aber erstmal bitte für Ordnung sorgen innerhalb von Europa und dann wird Europa eine Diktatur, eine faschistoide Diktatur. Und dann gibt es ein Mahlzeichen mit seinem Namen, 666, die der Mensch Genau. tragen muss, sonst wird er um die Ecke gebracht, aufgesammelt als ein Dissident, als ein Rebell und wird dann um die Ecke gebracht. Genau, das weiß. Ja, Und das ist also jetzt denk das nach, Robin, Mahlzeichen ist was machen ja, die alle 666. gerade in der heutigen Welt? Nein. Digitalisierung, damit man mit Ja. einem Knopfdruck deine Bankkonto zumachen kann, dass du nichts mehr kaufen und verkaufen kannst, richtig? Genau, das kommt halt alles. Das Ja, ist genau. gerade wie so ein Das sind alles Vorläufer, die bereiten Bitcoin. das alle vor. Ja. Genau. Genau. 666 ist die Quersumme, also ist die Zahl des Namens des Tieres aus dem Meer, Genau. dieser Ja, Diktator, der das hier weiß ich. herrschen wird. Genau. Seine Quersumme ist 666 und das musst du auf dem Chip haben, diese Zahl 666 auf dem Chip Weil sonst und kannst unter du nicht deiner Haut kaufen. geschoben an deiner rechten Hand. Also es wird eine Währung höchstwahrscheinlich. Es ist sein Name und sein Name wird überall sein. Was es sein wird? Also die Quersumme muss er rechnen. Aber das werden die Ja. Leute herausfinden, wenn es da passiert ist, dann haben die den Namen. Sofort. Weil die Leute Genau. rechnen, denn es ist gefordert, dass die es rechnen sollen und die werden es rechnen und Ja, herausfinden. genau. Und dann Genau, und habe wir ich mir angedacht. wiedergeborene Christen werden diese Zeit alles gar nicht erleben. Offenbarung 13 ist mitten in der Drangsalzeit. Und wir, die Braut Christi, werden vom Herrn Jesus vorher entrückt werden. Wir werden diese Zeit Entrückung, nicht miterleben. Entrückung, Nur die Wiedergeborenen werden entrückt. Damit du mich nicht falsch verstehst, lieber Robin. nein, ich verstehe schon, aber es gibt halt viele verschiedene Auslegungen. Die einen sagen, es gibt eine Vorentrückung, die anderen sagen, weil in der Bibel steht auch, dass es in den, also zwischen den 3,5, also nach den 3,5 Jahren, nach den ersten 3,5 Jahren das passieren kann, weil da wird es auch eine Entrückung geben und so weiter und so weiter. Nein, Also die weißt reden du von warum? Vorentrückung, die Weißt du, reden warum das falsch ist? Weil der von. Herr Jesus in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde des Antichristen. Genau, aber Darf ich vorlesen, der Robin? Antichrist bekommt ja seine, wird ja die Menschen
Also der wird ja erst den Bund brechen und die Menschen so töten, erst ja, in aber vor dem Antichristen, nicht vor innerhalb dem der antichristlichen Zeit. Vor der Antichristen, vor dem Auftreten des Antichristen. Vor. Ja. Das heißt, wir werden den Antichristen gar nicht erleben. Und der Antichrist tritt ja schon auf in Offenbarung Kapitel 6, am Anfang der Drangsalzeit. Genau. Das heißt also, wir werden bewahrt, generell überhaupt kommen wir nicht in die Nähe der Drangsalzeit. Okay, genau. Ja, schauen wir mal, weil ich bin halt da auch im Schwanken mit der Vorhandrückung. Warte, Robin, ich helfe dir. Nimm mal ein Stift und Papier, ich gebe dir jetzt die Bibelverse. Ich kenne die Verse. Das ist ja der Punkt. Und dann hörst in der du, Mitte, in der Mitte. Ich lese dann die vor. Ich lese dann vor. Und Bruder Reza erklärt es. Also ich versorge, kein Problem. Aber warte. So, wir fangen jetzt an mit der Vorentrückung, ja? So, wo ist das denn? Wo ich das mir aufgeschrieben? Warum 3, Vers 10? Habe ich. Offenbarung 3, Vers 10 zum Beispiel. Na? Offenbarung 3. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Ist das nicht eindeutig, Robin? Schon. Und Offenbarung 3 ist doch vor 6, oder? Du hast ja gesagt, vor der Stunde des Antichristen. Ja. Vor der Stunde der Versuchung. Was macht der Antichrist? Alle Menschen versuchen ihn. 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 Wie das jetzt heißt, ich hab's vergessen, ein Ding bereiten. Und da werden die Menschen sozusagen, das ist sozusagen die Evakuierung vor dem Antichristen und Gott bereitet uns ein Ding vor. Ich weiß den Namen nicht. Das steht auch in der Bibel. Ich habe erst als Thessalonicher Brief 1,9 bis 10. Ja. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie euch vor den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor den zukünftigen Zorn. Erste Frage, wen erwarten wir, Robin? Jesus. Und was ist, und wir sind vor den zukünftigen Zorn ja gerettet, richtig? Ja. Also, wir erwarten Jesus. Aber der Antichrist schüttet ja seinen Zorn aus. Warte, Robin. Wir erwarten Jesus. Die Leute, die meinen, der Antichrist wird kommen und dann 3,5 Jahre später, die erwarten erst den Antichristen. Siehst du es? Ja. Wir erwarten Jesus. Die anderen warten auf den Antichristen. Begreifst du, dass der Antichrist in den ersten 3,5 Jahren die Menschen... Er ist doch ein Verführer. Er verführt doch damit. Wie verführe ich am besten? Wenn ich doch lächle, oder nicht? Ich weiß, aber sein Zorn lässt er erst raus in den nächsten 3,5 Jahren. Nein, den Zorn Gottes. Zorn Gottes kommt. Robin, nicht Zorn des Antichristen. Zorn Gottes wird Robin, kommen. Lieber Bruder, Robin, du musst, ich sehe schon einen Hang zum Deutschlandliebe und so weiter. Du, mit dieser Fahne und dieses altdeutsche Schriften und so. Bist du ein bisschen Deutschlandliebhaber? Also Stolz, Nationalismus. In welchem Zusammenhang jetzt? Liebst du Deutschland? Kommt drauf an, in... Du musst das absterben. Du musst erst Deutschland absterben, ganz der Welt absterben und zum Herrn Jesus kommen. Jakobus 4, Vers 4. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegenüber Gott. Wir müssen der Welt ab, wir gehören nicht mehr der Welt. Schau ich bin mal. Italiener. Aber wir dürfen nicht dieses Stolz haben. Weil, erstens, es ist eine Nation, wir sind damit geboren. Diese ganzen Illus und so, ich weiß darüber Bescheid. Politik genauso. Das Ding ist,
Das Ding ist, sage ich, kommt drauf an, nein, weil ich reiche jemandem die Hand, wer ein Bruder Gottes ist, sozusagen. Aber nicht, wenn, versteht ihr, was ich meine? Was hat Also, das je, jetzt mit nein, unserer wir Deutschlandpolitik? differenzieren hier niemanden, ne? Also unterdrücken auch niemanden. Nur, wir müssen der Welt absterben. Wir gehören nicht mehr der Welt. Wir Ja, gehören sind wir auch Himmel. nicht. Gehören wir auch Unser nicht. Bürgerrecht ist ein Himmelreich, nicht mehr auf der Ja, Welt. natürlich. Ja, natürlich. Ja, warum hast du diese altdeutsche Fahne und diese altdeutsche Schrift? Wie meinst du altdeutsche Pfanne? Also dieses Ich glaube, der kennt das Reichsfahne. vielleicht Nein, gar nein. nicht. Diese weiße Fahne nehme ich sozusagen als Diese Fahne sozusagen verwende ich als Unterwerfung sozusagen vor Jesus sozusagen. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch die Reichsfahne. Eine weiße Fahne kann ja viele Bedeutungen haben. Solltest du Was, so warte, einer ich sehe sein, eine der eben polnische diese Fahne, der ist Deutschland? Pole. Ja, ich bin Pole. Ach so. Wo hast du Deutsch gesehen, Bruder Reza? Ja, ich sehe hier diese Reichsfahne da Nein, bei nein, dir. das ist so eine Fahne für Unterwerfung für Jesus, sozusagen. Also zu Jesus. Eine Fahne zur Unterwerfung von Jesus. Wo hast du denn Ja. sowas gelesen? Hat für mich eine eigene Bedeutung. Ja, keine Menschengebote machen, Rob. Immer Bibel bleiben. Bitte? Ich sehe aber schon einen Hang zu Nationalismus, richtig? Nein. Okay. Das Ja. Einzige, was ich habe, ist meine polnische Flagge, weil ich Pole bin, mehr nicht. Und weil ich mein Land liebe, so. Also ich lieb mein polnisches Land, sozusagen. Ja. Aber auch dem polnischen Land absterben. Ne? Wir haben nichts mit Polen zu tun, wir haben nichts mit Deutschland, wir haben nichts mehr mit den Ländern, mit unseren Nationen, die wir geboren sind, mehr zu tun. Wir sind Bürgerrecht, ne? Himmelreich. Wir sind Ja, schon, das weiß ich schon, aber so, ich kann ja nicht Himmelsbürger, entscheiden, genau. woher ich komme, sozusagen, so, wenn Nein, ich nein, Pole so ist bin, es bin nicht. ich Ich bin Beispiel, der Bruder Reza ist Iraner, ich bin Italiener, du Ja, bist das weiß Pole. ich. Das ist es ja nicht. Ja. Nur ich rede von. Nicht dieses, ich bin stolzer Pole, verstehst du? Also, es gibt auch solche Menschen. Ich bin stolzer Türke, ich bin stolzer Pole, ich bin stolzer Italiener, ich bin stolzer hier und so. So Also sollen wir nicht sagen, ne? Nationalstolz ist Wir ja an sollen sich der nichts Welt Schlechtes, absterben. aber Nationalstolz ist ja an sich ist nichts Schlechtes, aber nur wenn es dazu führt, dass es so zu Ding führt, Nationalstolz ist das Schlimmste, was es gibt für einen zum Wiedergeborenen. Narzissmus und Jetzt, so. entweder bist du Nationalstolz Narzissmus, oder Spanischen. wiedergeboren. Das hat doch sogar, das hat, Bro, das hat, Reza, das hat sogar dein Bruder selber gesagt in dem Live, in dem Video auf YouTube. Das hat er sogar selbst gesagt. Was Nein, hat er der denn meint es gesagt? nicht so. Dann hast du nicht falsch verstanden. Wir haben Nein, ich keinen hatte sogar Nationalstolz gesehen. wie Wiedergeborenen, ja, weil wir sind Himmelsbürger, nicht Ja, mehr keinen schlechten Erdenbürger. Nationalstolz. Das heißt nicht Narzissmus oder sowas. Nein, was er sagt, Jakobus 4, Vers 4. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegenüber Gott. Wir haben mit der Welt nichts mehr zu tun. Die Welt ist nicht mehr mit uns, seit wir wiedergeboren sind. Uns interessiert kein Land mehr. Wir Ja. sind Himmelsbürger. Ja, genau. Warum reden wir dann eigentlich darüber sozusagen? Weil ich habe ja Nein, diese. wir dachten, weil bist du Nationalstolz, weil wegen der Flagge und so viele Menschen, die Nationalstolz sind, haben einfach auf ihren Namen Flaggen drauf, meistens. Und stecken Na? den Ehrlehren drin. Ich zeige meine Flagge, weil ich zeige halt, woher ich komme, sozusagen. Ja, was ist das jetzt für eine Flagge? Ist das die polnische Flagge oder was ist Ja, das das für ist die eine Flagge? polnische. Ja, das ist die polnische Schwarz, Flagge. rot, schwarz, weiß, rot. Soweit ich weiß, ist auch die Reichsflagge von Deutschland damals, oder Nein, das ist nicht? nicht schwarz-weiß-rot, das ist Nein, weiß-rot. das ist nur Ach so, rot-weiß hier. okay, ich sehe, du Das bist ist ein Schwarz Pole. rüber. Okay, ja gut, alles klar. Ah, du Jetzt hast weiß die ich. andere Flagge gedacht, gesehen. Ach so, wegen den, Ja, du hast weil schwarz das so eine gesehen, ne? weiße Fahne, genau, und das meinte ich sozusagen, Unterwerfung für Nee, Jesus. ich habe auch erstmal schwarz gesehen, wenn ich so Ach auf so, dein nee, Bild dann sieht gucke. man, wird es Ach so, schwarz, ja, deswegen. dann Missverständnis. Also. Ja, weil, guck, wenn ich jetzt gerade so gucke, ne, auf sein Bild, wenn das klein ist, sehe ich rot, weiß, schwarz, die Reichsflagge. Und wenn ich jetzt drauf drücke, auf ihn, sehe ich nur die polnische. Deswegen dachte er, du bist in andere Richtungen. Okay, Ja, okay. ganz, ganz wichtig, nochmal zurück, ganz, ganz wichtig, diese Entrückungsgeschichte, wir warten auf den Herrn Jesus und nicht auf den Antichristen. Wenn du auf den Antichristen wartest, dann hast du schon mal eine schlechte Einstellung zum Herrn. Das Ding ist, Reza, von Anfang an, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, dann bin ich auch erstmal davon ausgegangen, dass es eine Vorentrückung geben wird. Aber mit der Zeit haben immer mehr gesagt, dass es so zwischenzeitlich passieren wird.
Und wieso bist du nicht, wieso hast du dann nicht bei dem, warum bist du nicht dabei geblieben bei dem ersten, was du gelernt weil hast? Ich selbst, weil ich selbst so ein komisches Gefühl dabei hatte, wo ich das erste Mal erfahren hatte. Und deswegen habe ich mich besser damit beschäftigt. Was hattest du für ein komisches Gefühl, wenn der Herr Jesus dich auf einmal ins Universum schießt? Was ist daran so, das kannst du nicht so glauben, oder was? Ich glaube das schon, aber ich meine von der Zeit jetzt her. Aber hättest du was dagegen, dass du nicht in diese Drangsalzeit reinkommst, dass du das gar nicht durchmachen musst? Ist das schlimm für dich? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also ich habe mich eigentlich nur immer intensiver damit beschäftigt, weil ich wissen wollte, wann das ist. Das Ding ist, was dafür halt spricht für die Vorentrückung, ist halt, weil Jesus kennt ja nicht den Tag und die Stunde, nur der Vater. Also das spricht dafür, weil wenn der Antichrist kommt und die 7 Jahre, das könnte man theoretisch berechnen. Oder 3,5 Jahre. Ist der Herr Jesus Gott für dich, lieber Robin? Ist der Herr Jesus der allmächtige Gott für dich? Ja, Gott und Gottes Sohn. Okay. Ja. Aber Robin, die Vorentrückung, die steht ja, ich kann dir weiter Bibelverse, wo sogar drin steht, wir werden entrückt vor den Zorn Gottes. Und dann gebe ich dir Bibelverse, was der Zorn Gottes ist. Aber Jesus hat doch gesagt, der Zorn Gottes kommt danach, also in den nächsten 3,5 Jahren. Ja, aber da gibt es Offenbarung 3, Vers 10. Vor der Stunde der Versuchung auch noch. Von dem, wer ist der Versuchung? Was ist das? Verführung. Der Antichrist. Ne? Ja. Wer ist der Verführer? Der Antichrist, richtig? Ja. Wir werden vor dem Verführer, also vor den Antichristen, entrückt. Ist doch ganz leicht. Ja, aber du musst auch ein paar andere Verse beachten. Ja, welche denn? Ja, ich habe die einen genannt, die mir fällt gerade nicht ein. Wenn ich ihn hier finde, dann werde ich ihn dir zeigen. Aber da wieder doch, muss doch reichen vor der Stunde der Versuchung, dass er uns wegholt, der Herr. Bitte? Nochmal. Das muss dir doch reichen, wenn der Herr sagt, ich werde dich vor der Stunde, vor der Zeitperiode des Antichristen davor bewahren. Reza, ja, ich habe das verstanden. Ich weiß, dass das auf jeden Fall... Ja, aber guck mal. Das Ding ist, wenn wir jetzt gewisse Sachen noch mit einbeschließen und wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ihr sagt ja, okay, die Stunde der Versuchung, das heißt, bevor der Antichrist überhaupt auftritt und ich sage jetzt zum Beispiel, okay, wenn der Antichrist seinen Zorn rauslässt, sozusagen, und das wäre dann halt das wäre halt dann zwischen den 7 Jahren, also in den 3,5 Jahren sozusagen. Und da gibt es einen Vers in der Bibel, da steht, Gott bereitet uns so einen Ort vor, wo wir Schutz haben vor dem Antichristen. Ich weiß nicht, welcher Vers das ist, aber das steht drin. Und deswegen war ich halt im Schwanken. Meinst du die 144.000, die flüchten werden in der Wüste in Jordan? Kann sein, aber ich glaube, das ist nur auf die Juden. Ja, aber das ist doch die gemeint, das sind doch nicht wir. Die gehen doch in der Drangsalzeit, die 144.000. Das sind doch nicht wir. Die gehen dahin und haben 3,5 Jahre Schutz und danach werden die offengelegt und quasi geschlachtet. Ja, okay. Ja, kann schon sein, ich gucke mir viele an. So, ich gucke mir zum Beispiel Roger Libby an und viele sagen, ja, der ist. Roger Libby predigt doch genau das, was ihr gepredigt habt. Ja, genau. Und dann habe ich noch andere gefunden. So, was haltet ihr eigentlich von Endzeit MCM? Oh, warte. Der Endzeit MCM, mit denen habe ich einige Jahre zu tun gehabt. Der ist ein ganz Geld, der behauptet, Jesus ist nicht Gott. Na? Doch, das hat schon. Er sagt, der behauptet, nein, Jesus ist nicht Gott. Der lehnt die Trinität ab. Ich habe Bilder gehabt. So, schade, dass ich die gelöscht habe. Vielleicht wird ein Bruder oder Schwester es mir wieder schicken. Dann habe ich da, er schreibt selber MCM, Trinität lehnt er ab. Er versteht die Bibel null. Er hält selber den Schabbat. Ne? Der ist gefühlt noch ein Jude. Er isst kein Schweinefleisch. Er will noch alles halten. Am besten will er sich noch bescheiden lassen, wenn er könnte. Ich habe mit denen einmal geredet. Ne? Der hat mir null argumentieren können, obwohl ich nicht mal mit dir reden darf. Da habe ich, ne, weil 2. Johannesbrief, Kapitel 1 sagt ganz klar, nicht mit einem reden, der behauptet, einer von uns zu sein, aber behauptet, Jesus ist nicht Gott. Dann raus, einfach weg mit dir, nicht mal grüßen so ein. Der ist eine Katastrophe. Der hat mich Antichrist genannt, weil ich in Römer Kapitel 7, Vers 1 bis 6 gezeigt habe, weil da drinnen steht, wir haben mit dem alten Bund doch nichts mehr zu tun, wir sind doch im neuen Bund. Das kann er nicht unterscheiden. Der ist ein sehr großer Verführer, ein richtig großer. Der hat null Ahnung von der Bibel. Deswegen auch die Katastrophen. Weil, guck mal, eine Katastrophe. Aber das Ding ist ja, einerseits hat er recht, weil Gott hat ja sozusagen die Gesetze nicht abgeschafft. Also gewiss schon, aber. Guck mal, jetzt erkläre ich dir das. Ich erkläre es dir. Jesus hat gesagt: Ich bin nicht gekommen zu aufzuheben, ich bin gekommen zu erfüllen. Richtig?
Ja, das stimmt. Genau. Jetzt bitte öffne deine Bibel und lies mal jetzt Römer Kapitel 7, Vers 1 bis 6. M. Sam hat vor diesem Bibelvers Angst. Okay, warte, warte. Vor diesem Bibelvers kann der mir gar nichts mehr argumentieren. Er hat dann nur gelacht und denkt sich so, verdammt, damals hat er mich Antichrist genannt für diesen Bibelvers. Mal kann er nicht argumentieren, wer kann die Wahrheit kaputt machen? Bruder Ja, Reza, kannst du den antworten, den Kommentaren? ich wollte gerade antworten. Muss ich mal schauen. Ich kenne den Holder Offenbauer nicht. Muss ich mir mal anschauen. Aber an alle Leute, die hier zuhören, MCM sofort abschalten. Das ist ein Sofort. Riesenwolf im Schafspelz. Also ging Römer Kapitel 1, Vers 6, oder? Nein, Kapitel 7. Ah, Kapitel 7, okay, sorry. Kapitel 7, Vers 1 bis 6. Und dann alle zuhören, wie genau Römer 7 ist. 1 bis 6, ganz genau und präzise. Robin, ich höre dich nicht, wenn du rausgehst aus TikTok, ne? Habe ihn früher selber geschaut. Warte, ich Ja, habe meine Robin? Bibel. Ja. Warte, ich habe meine Bibel. Ich öffne auch nebenbei. Okay. Ding, ganz kurz noch eine Sache, bevor ich vorlese, Ja. zu was anderem. Im Koran steht ja, dass dieser Kaaba-Stein am Ende der Zeit sprechen werden kann und sehen. Und Ja. deswegen habe ich mich gefragt, ob das eventuell was mit dem Bild zu tun hat, was wir anbieten müssen oder die Statue oder so. Nein, 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 das hat das nichts zu tun. Okay. Das ist nichts. Das Also halt Individuum. nur. Okay, Dieser Stein wird nun cool. dein ganzes Leben sprechen. Es ist ein Stein. Sechs. Römer 7. Ja. Direkt Vers 1. Weil, denkt immer dran, MCM ist ein Gesetzeshalter. Na? Der lebt wie die alten Juden. Und noch ein bisschen Quatsch mit Soße auch noch dazu. Aber krass, dass du mit ihm zusammengearbeitet hast. Nie zusammengearbeitet. Ich habe den damals, das war meine Zeit, wo ich noch nicht wiedergeboren war, habe ich gesucht. Und irgendwann bin ich einmal auf MCM gestoßen. Und der hat mich krass verführt. Ich habe aber nicht die Trinität von ihm. Ich habe nur, Ja, weil ich ich auch nicht. dachte, Das ah, glaube okay, ich auch nicht. Das kann ich gar die nicht glauben. Gesetze halten. So, doch, Das. das hat er gemacht mit Trinität. Aber Wegen die das Ding Gesetze ist, dachte ich der auch, man muss die MCM, Gesetze halten. der hat ja sozusagen 100 Beweise für die Widerlegung gegen Ja, und die ich habe tausend Trinität gemacht. Beweise, dass ich ihn tausendmal widerlege. Ich habe sogar den alten Chat noch. Ich kann es dir mal privat mal schicken. Der hat mich Antichrist genannt. Das war vor einigen Jahren. Das war meine Anfangszeit. Ich habe ihm gesagt: Ey, MCM, Bruder, du hast doch mal gesagt, wenn du mal falsch liegst, dann soll man dich korrigieren, ne? Damit du wieder es richtig machst. Hier Römer 7, 1 bis 6. Habe ich frisch erstmal mein ganzes Leben Römer 7 gelesen, ne? Und weißt du, das habe ich sofort als ein Frischling sofort rausgefunden. Weißt du, was der mir sagt? Du bist ein Antichrist. Der hat mich einfach Antichrist genannt. Wie stehst du denn, Und hat mich Robin, zu der blockiert. Trinität? Also ich glaube an ganz kurz, was ich sagen will. Ich hatte schon von Anfang an das Gefühl, dass bei NZMCM was nicht passt. Genauso wie ich, wo, als ich in der vierten Klasse war, dass ich gemerkt habe, dass mit dem Koran irgendwas nicht stimmt. Ich hab immer so ein Gefühl dazu gehabt, dass irgendwas nicht passt. Deswegen kann schon sein, dass ihr, also ich glaube euch schon, dass ihr recht habt, weil das hat mir mein Gefühl auch gesagt, dass mit NZMCM irgendwie so nicht. Irgendwas nicht stimmt. So, Ja. ich spüre Ich sowas. hoffe, die Brüder und Schwestern werden mir die Bilder wieder schicken, wo MCM selber sagt, er lehnt die Trinität ab. Dann werde ich das in der Story posten. Also ich stehe zur Trinität, weil ich habe selber den Heiligen Geist empfangen. Also. Okay. Ja, Also dann. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Alle drei Personen der Gottheit stehen also in ihrer Substanz direkt nicht untereinander, sondern ebenbürtig, richtig? Genau. Ja. Ah, okay, alles klar. Weil der MCM macht da so eine Rangordnung. Und da muss Nee, ich eben nee, aufpassen. nee, nee, das ist alles drei so zusammen. Ja, okay, Richtig. alles klar. Ich lese Also, mal, Robin, Römer ich 7, lese mal 1 bis Römer 6 7 vor. lesen. Die Grenzen des Gesetzes. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz, dann wisst ihr ja auch, dass es für uns Menschen nur Gültigkeit hat, solange wir leben. Was bedeutet das? Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist an ihren Mann durch das Gesetz so lange gebunden, wie er lebt.
Stirbt der Mann, dann ist sie von diesem Gesetz frei und kann wieder heiraten. Hätte diese Frau zu Lebenszeiten ihres Mannes einen anderen Mann gehabt, wäre sie eine Ehebrecherin gewesen. Nach dem Tod ihres Mannes aber ist sie frei von den Verpflichtungen des Gesetzes. Niemand wird sie eine Ehebrecherin nennen, wenn sie als Witwe einen anderen Mann heiratet. Genauso war auch ihr gebunden, und zwar auf anderes Gesetz. Aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz vor euch starb. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, der von den Toten auferweckt wurde. Nur so werden wir für Gottes Furcht bringen, das heißt, leben, wie es ihm gefällt. Von Natur aus waren wir einst der Gewalt der Sünde ausgeliefert und wurden von unseren selbstsüchtigen Wünschen beherrscht. Durch das Gesetz wurde die Sünde in uns erst geweckt, so dass wir taten, was letztendlich zum Tod führt. Aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit. Denn für das Gesetz sind wir tot. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Ganz kurz, der Endzeit-MCM hat ja aber gesagt, wenn man, viele werden am Tag des Gerichts zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und so weiter. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Ja. Und dann wird er sagen, weicht vor mir, ihr Gesetzlosen. Weicht vor mir, ihr Gesetzlosen. Ja, das ist damit gemeint, mit Gesetzlosen, die haben ihr Lehren gehabt, Dämonenaustreibungen, dann hatten die Menschen geheilt und prophetisch geweissagt, was ihr Lehren waren, weil wir haben diese Zeitepoche gar nicht. Na, und diese Menschen sind gemeint, Charismatiker. Na, ganz stark genau. Davon. Und da wird Gott sagen, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Na, und MCM wird jetzt beispielsweise sagen, ja, mein lieber Robin, lies doch ein Vers weiter. Lies mal Vers 7, Robin. Warte. Sorry, weil ich bin gerade zu dem gegangen, zu dem Vers. Wie schnell hast du die Bibel schon weggeschlagen? Nee, ich hab nur weitergeblättert, weil ich was gesucht habe. Da. Du meinst der Mensch und Gottes Gesetz, oder? Ja. Soll das alles nun etwa bedeuten, dass Gottes Gesetz sündig ist? Natürlich nicht. Aber es ist doch so, ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst nicht begehren, so wüsste ich nicht, dass meine Begierden sind. Also das heißt, okay, ich verstehe, was ihr meint. Das heißt, Jesus hat zu sagen, das ist die Gesetze nicht abgeschafft, aber trotzdem auch, weil wir Sünder sind, ist Jesus für uns gestorben. Weil wir Sünder sind. Du musst nur weiterlesen, nur weiter. Einfach weiterlesen, bis Ende des Verses 25. Würde es nicht heißen, du sollst nicht begehen, so wüsste ich nicht, dass mein Begehren Sünde ist. Die Sünde aber gebraucht dieses Gebot des Gesetzes, um in mir alle möglichen Begierden zu wecken. Ohne das Gesetz ist die Sünde nämlich tot. Früher habe ich ohne das Gesetz gelebt. Erst seit das Gesetz mit seinen Geboten in die Welt kam, wurde auch die Sünde in mir lebendig. Und damit brachte mir das Gesetz den Tod. So hat mich Gottes Gebot, das den Weg zum Leben zeigen sollte, letztendlich dem Tod ausgeliefert. Denn die Sünde benutzte es, um mich zu betrügen. Die Gebote, die mir eigentlich Leben bringen sollten, brachten mir nun den Tod. Es bleibt also dabei, das Gesetz selbst entspricht Gottes Willen. Jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Kann aber etwas, das gut ist, meinen Tod bewirkt haben? Nein, ganz und gar nicht. Es war die Sünde. Aber gerade dadurch, dass die Sünde das Gute benutzte, um mir den Tod zu bringen, hat sie sich als Sünde entlarvt. Erst durch das Gebot ist sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit sichtbar geworden. Das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt, das wissen wir genau. Ich aber bin nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Das aber bedeutet nicht, ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich weiß es. Lies weiter. Also bis 8, oder? Bis 25. Ja, also 25. Römer Kapitel 7 bist du noch, ne? Oder hast du gerade durchgelesen? Ja.
Ich weiß, worauf ich hinaus will. Ich weiß, worauf. Ich du weiß, siehst worauf. es. Also wir sind, guck mal, Römer Kapitel 7, 1 bis 6. Wir sind befreit von den alten Gesetz. Ja? Wir sind nicht mehr mit dem Schabbat, wir sind nicht mehr mit Schweinfall und sonstiges, was für Israel galt. Ja? Wir haben von den 10 Geboten die 9 Gebote, die moralische Gesetze ja automatisch mitgenommen im Neuen Testament. Warum? Du tötest nicht, du klaust nicht und so weiter. Richtig. Denn du hast im Herzen schon dein Gesetz. In Römer, genau. Da musst du nur Römerbrief Kapitel 2, glaube ich, lesen, war 3. In Herzen ist schon dein Gesetz. Also du, so. Weißt selber, dass, du weißt selber, dass Töten falsch ist, ohne dass dir das genau. jemand sagt. Und das ist letztendlich noch Sünde. Es ist ja nicht abgeschafft, aber wir sind nicht mal in diesem Bund gebunden. Denn wir mussten davon befreit werden, damit wir überhaupt gerettet werden. Weil wenn wir wieder diese gesetzeskundigen Leute sind, da sind wir raus. Da sind wir raus aus der Geschichte. Wir haben doch einen neuen Bund. Römer 1 bis 6, Römer 7, 1 bis 6, hast du selber gelesen. Wir sind befreit von dem Gesetz. Nur der Gesetz ist dafür da, um zu repräsentieren, was ist Sünde und was nicht. Aber wir sind befreit, wir sind nicht mehr dran gebunden. Denn wen haben wir? Den Herrn Jesus Christus. Er ist nicht gekommen, um aufzuheben. Er ist gekommen, um zu erfüllen alle 613 Geh- und Verbote, damit er am Kreuz hängt. Und dann stirbt, alle Sünden auf sich nimmt und wieder aufersteht. Und wer an ihn glaubt, ist mit ihm gestorben. Wie lange ist das Gesetz haltbar? Solange du stirbst. Also solange du lebst, bis du stirbst. Deswegen das Gleiche ist auch mit der Frau und mit dem Mann. Alter Bund, neuer Bund. Jetzt verstanden? Ja. Und Paulus, ich gebe dir jetzt einen Bibelvers, hat ganz klar geredet. Und das war gerade Paulus im Römerbrief. Ne? Warte. Jetzt gebe ich ein Bibelvers, wo Paulus ganz klare Worte spricht über gesetzeskundige Menschen nochmal. Okay, wo? Warte. Apostelgeschichte 15, Vers 22, Vers 24. Da wir gehört, Lukas schreibt das, aber Paulus hat ja geredet, glaube ich. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich bescheiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten. Apostelgeschichte 15, Vers 24. Also siehst du, da fängt doch der neue Bund schon an. Da war genau. Apostelgeschichte 2. So, und da siehst du, ah, wir sind doch nicht mehr geboren. Na? Richtig, weil das also alles dazu hat gehört zum Alten Testament nur. Ich wollte, hat mich einfach nur interessiert, so krass, dass Endzeit-MCN das gar nicht so beachtet. Ja, den interessiert, der hat nicht mal den Heiligen, der hat nichts. Er behauptet sogar die Trinität, das hat ihn schon zerstört. Nein, das stimmt nicht. Daran merkst du, er hat falsche Trinität und deswegen kann er auch die Bibel nicht verstehen. Verstehst du? Ja. So einfach ist das. Eine Katastrophe fängt es immer, mit einem Fehler fängt es immer an. Da kommen Tausende, wie eine Kettenreaktion. Und dann werden mehrere, ja. Krass, weil er gut, die Bibel nicht versteht, krass, der hat nicht den Heiligen Geist. Siehst du? Weil ich wusste, dass bei ihm was falsch ist. Ich konnte nur nicht, damals, ich habe ihm A bis Z geglaubt, bis ich Römer selber gelesen habe. Und dann wollte ich ihn als Bruder nur warnen, nur als Bruder. Und dann hat er gesagt, ich habe den Antichrist. Er hat den Heiligen Geist Antichrist genannt. Deswegen aus. Seine Trinität wusste ich damals nicht. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe da später herausgefunden, dass er eine falsche Trinität hat. Nur mit dem Gesetz wusste ich. Vergib ihm. Ja, der ist auf jeden Fall heftig drauf. Ja, Robin. Ja. Eine Frage habe ich noch zu Reza. Weil Reza war ja Moslem, gell? Du warst ja Moslem. Ja, als Jugendlicher, ja. Ja, ja, sozusagen als diese Schicht. Ja. Ich wollte fragen, ob das bei dir auch so war, weil durch euch habe ich mich sehr, sehr viel mit dem Koran beschäftigt und so. Mich hat es auch selber interessiert, weil ich, bevor ich euch kannte, hatte ich zwei Jungs, die sind Moslems. Und ich hatte davor noch nicht so das krasse Wissen, was ich durch euch gelernt habe. Aber ich habe denen immer wieder gezeigt, warum Jesus Christus Gott ist. Das Ding ist, durch die Koranverse habt ihr mir das sozusagen noch besser gezeigt und wie falsch halt diese Religion ist. Das Ding ist, ich habe eine Frage. War das bei euch auch so? Oder ich weiß nicht, wieso das bei mir so ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt automatisch oder auf TikTok scroll oder so, wenn jetzt was zum Beispiel vom Islam kommt oder sowas, wenn jetzt so Nasheed kommt oder so, und dann kommt diese Musik, warum beeinflusst die so?
Ja, weil der Satan eben der Gott der Musik ist. Der Musik ist, ja, dann dachte ich, Genau, okay. er wurde ja in Hesekiel 28 beschreibt ja eben Gott seinen Fall als Tempelmusiker im Himmel. Gott hat ihn ja so erschaffen, mit allen Instrumenten, die es so gibt, ist das in ihm hineingearbeitet worden. Er war der Engel der Musik. Und Also deswegen sollte kann ich er mir gedacht. eine gute Qualität bieten hier auf der Erde, was Musik betrifft, und kann sehr viel verführen. Und so kann er auch eben gute Musik machen für die Muslime, ne, die Art und Weise, wie diese Naschids dann klingen, sodass es auch die Muslime ergreift. Ja, das ist, du kennst doch zum Beispiel diese Flötenspieler vor einer Schlange, Kobra. Ja, genau. Ja, das heißt, diese Sounds, diese Frequenzen beeinflussen die Schlange so, dass sie sich dann hin und her bewegt. Aber man sagt ja auch irgendwie, die Schlangen sind taub und die Schlange bewegt sich nach der Flöte des Typen. Ja, also so oder so. Ja, also Frequenzen, Sound können dich beeinflussen. Ja, Vor allem auch bestimmte Frequenzen können dich aggressiv machen und bestimmte Frequenzen können dich auch wieder beruhigen. ja. Genau, Mann, stimmt, diese, ja, stimmt, wegen den Frequenzen. Doch, wirklich, Ja, ich vor verstehe. allem das Gehirn arbeitet Darf ich mit da noch was hinzufügen? Frequenzen. Ja. Ja. Ja, Shalom, Gottes Segen. Ja, Reza hat vollkommen recht. Und ja, der Luzifer war ja vorher kein gefallener Engel, er war ja im Himmel. Und er hat ja von dem Besten gelernt, das ist ja Gott selbst. Und bevor er aus dem Himmelreich rausgeschmissen wurde, hat er so viel mitgenommen anhand Wissen, zum Beispiel Laute, Farben und halt so die ganzen Komponenten, ne? Elemente, ne? Und so. Damit hat er gearbeitet und das sind so welche Punkte, zum Beispiel Laute. Wie muss eine Musik aufgebaut sein, dass das dich packt? Das sind also Ja. diese Hodjas und diese ganzen Muslime, ne, die da singen, sind ja besessen von Dämonen, die haben von Genau, antichristlichen Geist genau, empfangen. Und die benutzen dann halt diese Laute, um eine bestimmte Frequenz dann hervorzurufen, um dich dann zu packen, weil leider sind wir alle von dieser Erbsünde befallen, wegen Adam und Eva. Und ja, und diese Laute, damit will er uns catchen, also fangen. Und ja. dafür. Bei Hypnose, ne? Wir kennen es ja alle. Ist jemand glücklich, hört aber traurige Musik, ist auf einmal traurig. Das ist Verführung, Genau. Hypnose, Bewusstseinskontrolle. Das ist, die Bibel sagt, seid nüchtern in allen Dingen, ja? Und die Verführung ist stark, gerade in der Musik. Die Musik ist aber nur für Gott geeignet, nicht für uns, ne? Wir sollen uns doch Deswegen, nicht verehren, wir sollen Gott verehren. deswegen auch Und unsere Musik ist einfach einige Musiker. Lobgesang, neutral, ne? Schön für den Herrn. Aber der Teufel ist laut Hesekiel, ne? Hesekiel 28, glaube ich sogar, müsst ihr lesen. Der Teufel ist der gewesen, der die Musik machte im Himmelreich. Einer der, wie Bruder Reza sagt, einer der Besten. Und wenn nicht sogar der Beste. Und der hat die Harfe schön gespielt, alles gemacht. Und heute, wer ist der Fürst der Welt? Der Teufel. Der verführt überall. Die Musik hört sich doch gut an. Vom 50 Cent, Tupac und wie die alle heißen. Und dann noch diese ganze Religion. Ist ja klar, weltliche Musik, diese religiöse Musik, alles von demselben Geist. Ja? Richtig, weil die meisten ihre Seele verkauft haben und so, die haben auch voll krassen Einfluss auf die Menschen. So, die haben Genau, ihre Seele genau. verkauft Und die und die Menschen, Charismatiker, dann gibt es noch genau. Christen, Charismatiker und dann haben die auch noch so gefühlt Capital Bra nebenbei, ne? Mit ihren eigenen Sachen. Deswegen, lasst euch nicht verführen, meine Lieben. Ja, lasst euch nicht verführen von so ein, von sowas. Bleibt nüchtern, bleibt einfach. Guck mal, Maßstab, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Maßstab ist die Bibel. Immer wenn ihr Fragen habt, wo steht das in der Bibel? Wo steht das denn? Immer so fragen. Wo steht das in der Ja, Bibel? genau. Was Immer und die wer? Bibel als Maßstab. Und dann noch komplett, nicht einteilig, komplett lesen, bitte. So, mein Lieben, ich habe gesehen, Bruder Danny ist live. Lass bitte alles zu denen reingehen, weil zwei live sollen am besten nicht sein. Lass alle bei denen reingehen. Bruder Reza, Ich bist du noch da? habe noch eine Frage. Ja. Also vor der Entrückung, ne? Ja. Wird der Satan noch so einen Versuch starten, die Auserwählten noch so irgendwie zu verführen? Also mit welchen? Vor der Entrückung? Ja. Nein, die Verführung ist ständig schon da. Aber wenn wir schon entrückt sind, dann kommt die richtige andere Verführung. Die werden wir nicht erleben. Also wird der Ansonsten Satan nicht kriegst du so nur eine diese Fall weltliche Verführung. Also wird der Satan nicht so eine falsche Entrückung starten?
Nein. Okay. Nein. Also die weltliche siehst du hier doch schon. Ne? Es gibt welche, behaupten, guck mal, welche sind entrückt, seht ihr das? Die werden alle zeitgleich entrückt, nicht einer nach den anderen. Ne? Deswegen, das ist nur die weltliche, was ihr gerade seht. Die echte Versuchung, die echte Verführung, die richtig heftigste, das ist in der Drangsalzeit und das werden wir nicht erleben. Okay. So, meine Lieben, alle bei Bruder Danny. Kein Problem. Warte, der andere noch. Jesus liebt dich, hast du, ich glaube, so heißt er, ne? Gottes Segen euch. Gottes Segen. Was liegt auf dein Herzen? Hallo, hallo. Ein paar Sachen. Ich habe ein bisschen YouTube herumgeguckt und dann sagen viele, Bibel ist falsch, weil Daniel rausgeschmissen wurde, Barbanaros und irgendwie Kanistoten oder irgendwie sowas. Sagt dir das vielleicht was? Daniel wurde, du meinst Prophet Daniel? Ja, also Daniel, das Daniel-Buch sollte rausgeschmissen worden sein. Ach, du meinst, nein, was rausgeschmissen? Die Juden hätten diese Person geköpft, wenn die einmal aus der Tanach Daniel weggeschmissen hätten. Also Daniel wurde noch nie rausgetan, der Prophet Daniel, das Buch. Also die sagen mit diesem Clip da... Wen hast du geredet? Mit wem hast du geredet? Nicht geredet. Ich gucke mir hier viel diese YouTube an. Mach es weniger. Glaub mir, das sind okay. Ja richtige Verführer. Wer ist das denn? Wie heißen die? Das weiß ich nicht. Und ich finde die nicht mehr. Aber sollte ich die finden, würde ich die dann ein Bild schicken. Und ja, das sind Verführer. Schau dir diese Leute nicht an. Das sind ja die größten Lügner. Offenbarung sagt doch schon. Wer was hinzufügt oder was herausnimmt, so wird es die Plagen Gottes treffen. Hör dir solche Verführer nicht an. Das sind also, solche Verführer unterwegs zur Zeit. Was Daniel hat nie gehört. Kein Jude würde Buch Daniel wegschmeißen. Wo sind wir jetzt gelandet? Ja, die haben gesagt, Daniel und Barbanaros heißt der zweite. Die wurden extra rausgeschmissen, weil sonst alle das Christentum in Wackeln kommen könnte. Nee, das ist ja völliger Quatsch. Das sind bestimmt Muslime, die das erzählen. Völliger Quatsch. Bruder Danny, okay. Wir wollten gerade zu dir. Nein, alles gut. Ich wurde gerade mit meinem Account gesperrt. Und der andere Account. Der andere Account ist jetzt komplett gesperrt. Dieser Account hat irgendwie einen Shadowbanner bekommen, aber ist okay, ne? So ist es halt nun mal. Ja, okay, dann bleiben wir doch hier. Dann machen wir weiter. Okay. Zweite Sache. Ja. Dieses Video, was ich gerade angeguckt habe, da behauptet jemand, im Alten Testament wird der Teufel oder Jesus als Lichtbringer gesagt. Und im Neuen Testament ist der Lichtbringer der Teufel oder so. Was ist daran? Ist so. Der Teufel, die Morgenröte. Man kennt es, ne? Das ist der Teufel. Und der Koran sagt zum Beispiel, die Morgenröte ist Allah. Ne, das ist ein großes Problem für die Muslime. So, aber jetzt gehen wir wieder in der Tiefe. Der Teufel verkleidet sich gerne als Engel des Lichts. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14 steht das. Verkleidet sich als Engel des Lichts. Der wird auch Jesus kopieren, der wird auch Gott kopieren. Dann verkleidet er sich als Engel des Lichts. Na, dass er sagt, ich bin Licht. Nicht unterscheiden. Na, das echte Licht ist der Jesus Christus. In Offenbarung siehst du es. Direkt Offenbarung 6, sofort. Mit dem Offenbarung 6, Vers 1 war ich, glaube ich, schon. Mit dem Reiter, mit dem weißen Pferd. Der ist gekommen, um zu siegen. Na? Wer ist damit gemeint? Weißer Pferd, siegen, der nennt sich König und so weiter. Das ist der Antichrist. Weil wenn wir Offenbarung dann weiterlesen, so am Ende langsam, dann sehen wir, wer ist der wiederkommt. Der Jesus Christus kommt mit einem weißen Pferd. Man nennt ihn König der Könige. Na? Und mit seiner Herrlichkeit. Und der wird alles, na, und so alles weitermachen. Der Antichrist kopiert den Herrn Jesus Christus. Da sehen wir es. Der kopiert nur. Der ist ein Kopierer. Jesus hat ein weißes Pferd, da macht er sich auch ein weißes Pferd.
Er ist Licht, ich bin auch Licht. Ein Kopier, schlechte. Eine Fälschung. Gut. Na? Das wir können nie unterscheiden. Und diese Leute, die sagen, Alter Testament, das noch nie, ich habe noch nie mein ganzes Leben gehört, dass ein Jude das weggemacht hat, noch nie. Das ist die größte Lüge, die gerade verbreitet wird, also, die größte, aber überhaupt. Die sollen mal Beweise liefern. Okay, hast noch habt ihr beide noch eine, beziehungsweise alle drei, Robin, Jesus, die Flagge, habt ihr noch Fragen? Nee, das war's eigentlich nur. Okay, meine Lieben, wenn ihr Fragen habt, schickt eine Einladung. Dann tue ich euch erstmal runter, weil sonst sind so viele oben. Okay. Okay. Aber. So, tue ich erstmal raus. Ja, du hast eine Frage? Würdest du denn. Okay, doch nicht. So, der nächste. Türkischer Flagg und griechischer. Gottes Segen. Das liegt auf dein Herz. Okay, der ist rausgegangen. Ja gut, kann man jetzt machen. Ja, meine Lieben, nicht verführen lassen, ne? Aber du hast es dem Typen noch nicht erklärt, der gerade drin ist. Wer denn? Wen habe ich das nicht richtig erklärt? Schreib mir mal wen. Dann der soll wieder die Einladung schicken, wenn ich ihn das nicht richtig erklärt habe. Ah, Bato. Der fällt mir gerade ein. Bato, bist du hier? Schick mir eine Einladung. Wir wollten über den Katholismus reden. Ich hoffe, der ist hier. Nee, leider nicht. Ich sehe den nicht. Ja, ich hoffe, er sieht das. Dann kann man den hochholen. Holen wir den nächsten. Gottes Segen, Urban. Gottes Segen. Hi, Leute. Wo ist Danny? Keine Ahnung, Danny ist weg auf einmal. Der war drin und weg. Oder ich wieder Danny hoch. Ich drehe durch auf TikTok. Das ist ein Irrenhaus, Bruder. Man hält das hier nicht mehr aus. Ja, TikTok ist katastrophal, ne? Merkst du, aber der muss nie alles. Urban, ich wollte dich was fragen. Ja, gerne. Du liest doch jetzt endlich Stück für Stück die Bibel immer mehr, ne? Ja, natürlich, ja. Erkennst du langsam? Also, wo bist du denn eigentlich? Also, fragen wir mal anders. Wo bist du gerade? Bei welcher Stelle? Jesaja. Ich lese mir Jesaja durch. Ach, du fängst mit Altem Testament direkt an. Mhm. Was mit Neuem Testament? Hast du den durch? Guck mal, Neues Testament habe ich schon gelesen. Aber ich lese immer so, was mich halt heute interessiert, weißt du? Ja, klar. Ja. Ist ja kein Problem. Aber ja, ich weiß es, Bruder, ne? Ich kenne die Lehren. Also ich kenne alle Meinungen und die Lehren, weißt du? Ja, ich weiß. Ich meine, du hast ja gesagt, du wolltest ja noch immer mehr lesen, immer mehr verstehen, ne? Weil du ja noch so wegen der Orthodoxie und dann merkst du, oh doch, die Orthodoxie ist doch vielleicht nicht die Wahrheit, ne? Du bist ja noch am Schwanken, was jetzt mit der echten Wahrheit ist. Bruder, ich habe meine Meinung schon, wie gesagt. Also ich sage, guck mal, ich will ja nicht öffentlich darüber reden. Weißt aber du? Ist ja wichtig, du musst ja da. Sonst wirst du immer so von anderen direkt, weil ich mache ja nur Debatten mit Muslimen und ich will keine Angriffsfläche bieten, so rum. Ja, aber nur. Ich weiß, was der richtige auch wichtig. Weg ist. Ich weiß ja, was der richtige Weg ist. Alles gut. Ich küsse keine Ikonen. Ich bete keine Ikonen an. Ich mache keine Fürbitte. Also ich weiß das alles schon. Also ich. Gut, dann bist du ja gegen die Orthodoxie, ist ja klar. Weil du dann nicht mal das machst, was die hier machen. Ist ja auch. Nein, auch, guck mal. Auch wenn das stehen würde, ich würde es nicht machen, weil mir es persönlich nicht gefällt. Weißt du, was ich meine? Weil der natürliche Menschenverstand von mir sagt nein. Dafür ja, aber es steht ja nicht drin, deswegen. Fragt, wie viele Bücher hat deine Bibel? 66, ist ja klar. Ja. Und wie hat deine? Bruder, ich lese nicht meine orthodoxe Bibel. Ich lese nicht die Septuaginta. Ich lese die Elberfelder Studienbibel. Ja, 66, ja. Die echte, das ist ja die einzig wahre, ne? Weil die beruhen sich, guck mal, die beruhen sich auf eine einzige, die nicht mal überall anerkannt ist, und die anderen 299.000 Manuskripte haben die vergessen. Verstehst du? Das darf nicht sein. Die Orthodoxen lesen die Septuaginta. Ich weiß. Minimale Unterschiede, ja, ein paar Stellen. Deswegen, das ist gerade, die beruhen sich auf einen einzigen. Die anderen haben die vergessen. Bruder, wie gesagt,
TikTok ist nicht die Fläche, also die Plattform. Ja, das ist eine gute Fläche. Ich hole viele Katholiken Orthodoxen raus. Der Herr nutzt mich. Das ist sehr schön. So. Also ich werde. Also ich hole die raus, sondern der Herr holt die raus. Ich bin nur der, der es verkündigt. Schön wäre es, wenn die Kirche einheitlich wäre und sie sich nicht gespalten hätte. Das ist es aber leider nicht. Aber wer ist denn die Kirche? Wir. Ne? Die Ekklesia, Kirche und Gemeinde. Das ist ja ein Wort, Ekklesia. Ne? Wir sind die Gemeinde. Und, also wir sind die Kirche. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, der Brief. Lasst euch als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus zu ein königliches Priestertum. Wir sind Priester. Es gibt keine VIP-Priester, wir sind Priester. Aber den Bischofdienst, das ist was anderes. Da muss jemand gewisse Voraussetzungen haben. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Der muss dann Voraussetzungen haben und dann Mann, eine Frau, seine Kinder haben, richtig erziehen und weitere Eigenschaften, damit er eine Gemeinde leiten kann. Also eine, also die Menschen, ne, die an den Herrn glauben, auch leiten kann. Das ist nochmal ein anderer Dienst. Bruder, ich Aber den Priesterdienst haben wir alle. Ich bin auch oft mit kritischen Fragen zu meinem Priester gegangen und habe auch sehr kritische Fragen gestellt, aber ich wurde nicht verteufelt wegen sowas. Mit mir hat man sich hingesetzt, wir haben darüber geredet. Also ich habe eine sehr gute Kirche, ich kann mich echt nicht beklagen. Ja. Wir haben auch unsere Priester sind auch nicht selbsternannte Priester, sondern die armenische Kirche ist sehr streng. Ein Priester muss zum Beispiel 12 Semester studiert haben. Das ist nicht wie in Amerika, wo du dir eine Lizenz brauchst und dann auf einmal Priester bist. Ja. Genau. Du musst, ne, mit den Herren sein, wiedergeboren sein und, der, und du bist ein Priester. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Ne, die Männer sind ja sogar verpflichtet, also die Bibel schon zu lesen, zu kennen. Wir sollen ja auch für unsere Frauen Fragen beantworten, wenn wir sogar eine Frau haben. Die, was steht denn da? Die Frau soll ihre eigenen Männer fragen. Na? Ey, wir hatten mal in Deutschland schon die Bibel. Da kannte jeder Mann die Bibel. Ne? Das war Pflicht für jeden Mann in Deutschland, genau, die Bibel zu kennen. Genau. Aber Urban, was auch wichtig ist, ne? Nächstenliebe, sehr, sehr wichtig. Die Orthodoxie hat diese Nächstenliebe gar nicht. Ich erkläre dir sogar auch, warum. Diese Orthodoxie beruht sich ja auf quasi wie Auge um Auge, Zahn um Zahn beruhen die sich. Warum? Wenn einer was Schlechtes tut, soll man ihm was Schlechtes zurückmachen. Aber das würde mich jetzt interessieren, wo steht das bei den Orthodoxen? Die Orthodoxen, die sind ja so, die meinen das ja, wenn einer dich angreift, greif zurück an. Das ist so wehren. Greif zurück an. Oder räche dich zum Beispiel. Das wäre mir neu. Also das wäre mir neu, dass es die zumeist die orientalische orthodoxe Kirche. Wie die Orthodoxen sind generell so. Also die rächen sich. Die sagen, da ist so was ganz Normales, sich zu wehren. Also das bei aller Liebe. Das habe ich nur wirklich nicht gehört. Das wäre mir echt. Aber was Sie nicht vergessen dürfen, ne? Wenn jetzt jemand beispielsweise was Schlimmes passiert, was Schlimmes, ne? Und diese Person rächt sich jetzt an die Person, ist darf er auch nicht sein. Warum? Die Bibel sagt, Feuer bekämpfst du nicht mit Feuer. Ich kenne das. Jesus sagt auch, die Rache ist nur, gehört nur mir. Ne? Genau, gehört mir. Wir dürfen nicht Selbstjustiz machen. Niemals. Das dürfen wir nie befürworten, die Selbstjustiz. Überlass es Gott. Nicht dem Menschen. Was sagt der Mensch? Was sagt der eigentlich zu Miaphysiten? Zu wem? Miaphysit. Kennt ihr das? Na, die orthodoxe orientalische Lehre sind Miaphysiten, also zu Jesus. Die sagen, Jesus ist nicht 100% Mensch, 100% Gott, sondern beides in einem. Ah, ja, ja, ja. Ja, das ist nicht sogar fast alle Orthodoxen. Ja, 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 ja. Ja, ja, jetzt habe ich da verstanden. Ich hatte nur den Namen nicht gekannt. Der Strenggläubig TV, der hat das. Der kann das nicht unterscheiden. Ist das halt der Daniel, Strenggläubig. Ja, ich weiß, aber ich meine, ist das heilsrelevant zu sagen? Das ist heilsrelevant, weil er eine falsche Trinität gibt. Er hat Gott eine Rangordnung gegeben. Und er hat damit gesagt, der Sohn ist der Vater ist der Sohn. Na, und das ist falsch. Er beruht sich auf den Satz zum Beispiel, ich und der Vater sind eins. Ja. Aber was meint ich und der Vater sind eins? Ein Wesen, Gott. Aber doch nicht die Trinität. Aber der Wesen ist doch eins. Aber die sagen doch, das ist ein Wesen.
alles, was Jesus gemacht hat. Die sagen, der Vater ist beispielsweise, die sagen, der Vater musste Jesus die Vollmacht geben. Die haben Jesus eine, die sagen zum Beispiel streng, glaube ich, ich habe ihn ja aufgenommen. Ich habe ja die ganzen Sachen. Na, und die sagt zum Beispiel, der Vater ist der Monarchie, die alleinige Monarchie, die Alleinherrscher. Das heißt, der Sohn, na, der Sohn und der Heilige Geist ist später. Der hat den Sohn runtergemacht unter dem Vater. Der hat einfach gesagt, der Sohn ist ja, ein kleiner Gott, so gesehen. Die sagen, Jesus ist Gott, aber ein kleiner Gott. Der Vater musste ihnen erstmal die Vollmacht geben. Aber wen hat die Trinität Vater Vollmacht gegeben? Der Menschensohn. Rangordnung. Genau. Die Rangordnung biblisch erklärbar, kann das zum Beispiel der strenggläubig biblisch erklären? Ich habe ihm das erklärt. Der hat erstens gesagt, also der hat mir gar nicht darauf geantwortet. Nee. Dann springt er auf ein nächstes Thema. Ja. Das mag ich immer nicht. Aber er macht das gern. Dann haben wir das auch besprochen, der kann mir auf nichts antworten. Nichts. Dann, wo er tausendmal widerlegt worden ist, macht er ein Video bei mich. Komm, lass eine Debatte machen. Ich meine, wie viele noch? Titus Kapitel 3, Vers 10 sagt ganz deutlich, bis 2 bis 3 Mal und dann weg. Das genügt langsam. Wie viel noch? Ich habe 5, 6 Mal, ich habe sogar mit dem privat geredet. Langsam reicht. Es reicht irgendwann. Und Gott hat keine Rangordnung. Haben wir etwa 3 Götter? Kein Gott sieht's, hä? Der Mensch. Der Vater gab dem Menschen so eine Vollmacht, weil, Philipper 2, 6 bis 8 lesen, Gott wurde Mensch, als Sklave, als Mensch erfunden, erniedrigt. Was muss dann der Mensch haben? Die Vollmacht bekommen, damit er gewisse Sachen machen kann. Hat er vom Vater die Vollmacht. Aber doch nicht der Sohn Trinität, die Hypostase. Johannes Kapitel 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Vers 14. Das Wort wurde Fleisch, wir sahen seine Herrlichkeit. Ah, das Wort ist Gott, das Wort wurde Fleisch. Was steht denn aber Johannes Kapitel 1, Vers 3? Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nicht alles entstanden, was entstanden ist. Also, der war immer dabei. Es gibt noch ein Neues Testament, noch Bibelverse, dass der Sohn ja mitwirkt. Mit Erschaffung alles. Er war immer dabei. Die Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist, war immer da. Aber ein Wesen, ein Gott. Wusstet ihr, dass es alte jüdische Manuskripte gibt? Ich forsche gerade ein bisschen. Ich habe auch gute Quellen. Dass die Juden an einen Sohn Gottes geglaubt haben, der ebenfalls mit erschaffen hat, was du gerade genannt hast. Ja, natürlich. Natürlich. Die Juden haben das nur entfernt. Ne? Weißt du, wie viele Juden damals deswegen zum Glauben auch gekommen sind? Der Großgelehrte Israels. In Jesus Zeit, Nikodemus, Johannes Kapitel 3, der hat es doch erkannt, der hat Rabbis, er ist der Hohepriester, der hat Rabbis ausgebildet, der ist höher als die Rabbis, der hat die letzte Stufe erreicht, der Nikodemus, die man haben kann. Und der hat erkannt, dass Jesus Gott ist. Gibt es heute Juden, die eine hohe Stufe haben? Wisst ihr das? Gibt es heute jüdische Priester der höchsten Stufe? Nochmal? Gibt es heute jüdische Priester der höchsten Stufe? Theoretisch müsste es einer geben. Ich kenne mich mit dem. Jemand muss die Rabbis ausbilden. Ja. Muss, das ist der Hohepriester gemeint. Ja, die machen ja verschiedene Wiedergeburten mit. Das deutet ja immer auf die Wiedergeburt mit. Beschneidung, der Bündnis. Sie machen die ganzen Bündnisse also mit, die Gott gegeben hat. Da machen die ja durch den Alten Testament. Aber den letzten Bund verwerfen die. Jesus Christus. Richtig. Ey Leute, wenn ich die Macht hätte, ich würde alles aus den Kirchen verbannen. Jedes Bild, auch die Kreuze, ich würde alles verbannen. Ich würde nichts verbannen. Aber wir haben nicht die Macht, leider. Aber was wir machen können, das Wort verbannen. Wenn ich dann sehe, wie diese Figur an dem Kreuz hängt mit der leidenden... Oh, ich denke, Leute, das ist eine Kirche, wir müssen Kinder rein. Mach doch das weg. Das ist schrecklich. Egal, ob das jetzt irgendwo steht oder gerechtfertigt kann. Da sollen Kinder rein, die sollen sich da wohlfühlen. Die sehen da einfach irgendeine erfundene Figur mit Sixpack da hängen. Ey, ich war letztens bei einer Museumsnacht, da habe ich eine Kirchenführung gemacht, viele, viele alte Kirchen besucht. Heftig. Ne? Ja, ja. Und das, aber einige Orthodoxen werden langsam wach, ne, und Katholiken. Ja. Das habe ich gemerkt, die schreiben mich an, dann schreiben die zu mir, also wirklich nicht eine Person, das sind mehrere Personen, die mich jetzt schon anschreiben. Und die erkennen es. Und ich bin richtig glücklich darüber. Sehr glücklich.
Die erkennen es endlich, dass der Katholismus, die Orthodoxie nicht der Weg ist, sondern nur der Herr Jesus Christus. Die erkennen es, die schreiben mich. Die sagen, danke, wegen deiner Arbeit habe ich das da erkannt und so weiter. Und das finde ich so schön und deswegen mache ich immer weiter. Immer weiter, damit die Leute aufwachen. Die Orthodoxie wird dich in die Hölle führen. Die Katholismus wird dich in die Hölle führen. Auch die evangelische Kirche wird dich in die Hölle führen. Aber der Jesus Christus, der wird dich im Paradies bringen, meine Lieben. Weil wer orthodox bleibt und Katholik bleibt, Evangelist, also nicht Evangelist von das echte Evangelist, sondern evangelische Kirche gemeint, diese Protestanten und so weiter, bleibt, der geht verloren. Wir gehören nur der Bibel, nur den Herrn Jesus Christus. Nehmt doch Maßstab Bibel, nicht Maßstab Kirchenvater, Maßstab Bibel, meine Lieben. Das ist doch der beste Maßstab, den es gibt. Erste Quelle, Gott selbst. Oder soll ich mir noch mal 2, 3 Quellen dazugeben? Ich gehe doch direkt auf die ersten Christen. Was da los ist, die Orthodoxen behaupten, die sind sogar die ersten Christen. 1052 sind die entstanden, Abspaltung von dem Katholismus. Und die behaupten, die sind die ersten. Dann sagen die, nein, wir greifen zurück auf die ersten. Nein, greifen die nicht. Ihr habt nur den Papst verworfen, der Rest habt ihr alles gleich. Warum gab es eigentlich diese Abspaltung? Die haben langsam erkannt, dass der Papst Müll ist. Okay. Und dann haben die selber Müll kreiert. Die wollten erstmal was Gutes tun und dann haben die Müll kreiert. Vielleicht war der wirklich, vielleicht, wir sagen jetzt beruhen wir auf ein vielleicht, weil der Erste, der es erkannt hat, wirklich ein Wiedergeborener. Und dann haben die anderen wieder was gemacht, was sie machen wollen. Und dann haben die Orthodox was ganz anderes rausgebracht. Könnte ja sein. Der Fakt ist, die haben es ja in einem Müll kreiert. Denn die Priester, ja, kein Zölibat, die erlauben ja, dass sie Mann, eine Frau sein dürfen und Kinder haben dürfen. Ist ja richtig, wie es in der Bibel steht. Aber Bedeckung der Hauptes, Patriarch, also VIP-Priester, nur die sind Priester, die anderen nicht, das haben die mitgenommen. Aber ich spür bitte, wir haben die Götzenverehrung noch stärker als die Katholiken, ne? Wir haben die noch stärker, noch mehr Bilder sind drin. Noch mehr Götzensteinchen. Also die küssen die sogar Tote. Muss, dann denke ich einfach an einen Horrorfilm, weil die Kirchen sind für mich einfach nur kalt, tot. Diese Bilder sehen gruselig aus. Ja. Da wird das Evangelium nicht gepredigt. Nein. Die Menschen werden da belogen. Götzendienst, Kerzen anzünden, Veranstaltungen. Das hat nichts mit der Bibel zu tun. Nirgendwo steht ja, das. Guck mal, evangelische Kirche zum Beispiel. Gottes Segen. Gottes Segen. Veranstaltungen. Da gibt es auch überall okkulte Zeichen, sehr, sehr viele Freimaurer. Ja, ich kann dir einen zeigen. Ich kann, dir einen kann zeigen. Ich mal kurz was sagen? Ja. Ja, was orthodox angeht, ich war ja selber orthodox, bevor ich zum Herrn gekommen bin. Und wie ein Hexagramm. Erzähl weiter. Krass, ja. Also ich bin da immer reingegangen und habe nie was verstanden, was er da gelabert hat. Ich wusste weder noch, was die Wiedergeburt ist. Der hat mir gezeigt, hier so, deine Finger musst du so drei machen, dann musst du das Kreuz an den Körper machen, von links nach rechts und. Halt solche komischen Sachen halt, ne? Aha, einer schreibt, warum soll man keine Kerzen anzünden? Das ist die Verehrung der Toten. Das ist Götzendienst. Die machen genau das für die Toten. Die beten quasi Toten, damit sie es leichter haben. Und das haben wir nicht in der Bibel. Nein, warte. Ich habe selber sogar. Du bist jetzt in Katholismus, wie ist es in Orthodoxie? Nein, wir machen die Kerze einfach als Symbol und wir wünschen uns was von Gott, Leute. Ja, das wollen wir auch nicht. Wir machen doch keine Kerze und wünschen uns doch was von Gott. Das ist doch ritualmäßig. Wenn ich eine Kerze anmache als Symbol des Lichtes und dann zum Beispiel ein Wunsch äußere, Gott, hilf mir in der Lage oder hilf mir bei der... Ja, aber wo steht das in der Bibel? Wer macht denn Kerzen an? Wer macht Kerzen an? Satanisten. Ich glaube, aber Gott schickt mich doch nicht in die Hölle, weil ich Kerze angemacht habe und mir was gewünscht habe. Weil du es vorher nicht wusstest. Aber jetzt weißt du es, dass das Kerzen anmachen nicht richtig ist, weil das steht ja in der Bibel. Wir sollen ja da steht ja nirgendwo. Wir sollen Kerzen haben, aber wir sollen doch nicht als Mittel nutzen für unser Gebet. Dann nutzen wir das als Mittler. Vor allem die Priester, die stellen sich ja immer so hoch. Dann stellen sich alle in eine Reihe. Also ich kenne das so, man stellt sich dann in eine Reihe am Ende, wenn das alles vorbei ist. Und dann geht man hin, küsst man das Kreuz um seine Hand. Ja, da steht, warte kurz. Und auf dem Friedhof, also Menschen, also guck mal. Wir haben sowieso mit der Welt nichts zu tun. Die Menschen machen ja
Guck mal, Kerzen, so eine Kerze anmachen darf doch jeder, aber wir sollen das nicht aus Glaubensgründen machen. Wenn ich eine Kerze anmachen will, weil ich Licht will, will ich Licht haben. Wenn ich eine Duftkerze anmachen will, weil ich es schön riechen haben möchte, dann mache ich eine Duftkerze an. Aber wir sollen es nicht aus Glaubensgründen machen, weil nirgendwo steht das. Dann fügen wir was hinzu in der Schrift, was nicht drinne steht. Das dürfen wir nicht tun. Weil dann nutzen wir das als Mittel zum Zweck für unsere Wünsche. Aber wo steht das? Der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist Jesus. Nicht Hinzufügung. Das geht zum Menschengeboten. Das haben die Pharisäer gemacht. Die haben gesagt, die Ältesten haben es gesagt. Ja, wie die Ältesten? Aber was steht denn in der Schrift? Jesus hat denen ins Gesicht gesagt. Und was steht da drin? Das hat Jesus gesagt. Ja, das müssen wir beachten, weil Jesus sagte genau so. Erinnert ihr euch, wo Jesus gegessen hat und davor nicht die Hände gewaschen hat? Da haben die gesagt, bist du, das ist Sünde. Die Pharisäer sehen, kommt, das ist Sünde, was machst du da? Dann sagte Jesus nicht, das, was in dir hineinkommt, ist Sünde, sondern das, was aus dir herauskommt. Na? Das, was du in dir hineinkommt, das willst du später auch scheiden. Das, was aus dir herauskommt, das ist wichtig. Und dann hat er gesagt, ihr beruht euch auf die Ältesten. Aber er beruht sich doch auf das Wort Gottes. Er hat gesagt, nicht auf die Ältesten beruhen, auf die Traditionen, die nicht in der Bibel drinstehen. Ist wichtig. Christori, was hast du nochmal da gesagt? Weil ich habe mich jetzt auf den Kommentar fokussiert. Kannst du das nochmal bitte sagen? Christori? Ja, hört man mich? Hallo? Ja, Ja, Christori. man stellt sich dann nach dem Gottesdienst so in eine Reihe. Das war auch immer so komisch für mich. Es war der ganze Gottesdienst war immer halt komisch, ne? Der hat irgendwas gesungen, irgendwas gelabert. Ich habe nie was verstanden. Man hat halt immer nur rausgehört, wenn er irgendwie sagt, ja, lass uns zu Gott beten. Und dann hat man sich halt so gekreuzigt, also gekreuzigt, also am Körper, ne? Und am Ende stellen sich alle so in eine Reihe, küssen erstmal die Ikone, wo Maria Jesus hält, so. Bruder, darf ich dich kurz unterbrechen? Welche orthodoxe Kirche bist du gegangen? Russisch-orthodox. Bruder, ich verstehe das nicht. Ich gehe auch in eine orthodoxe Kirche. Wir haben nie sowas gemacht. Ja, ich sagte, ich komme aus Hamburg, ne? Und genau, und hier ist diese Das ist eine orthodoxe. armenisch-orthodox, Bruder. Apostolische Kirche haben wir. Man ist Ja. eigentlich Ja, aber apostolische die Kirche. haben Auf jeden bestimmt ja auch, Fall. Robert, du weißt ja, dass sie ja gewisse Sachen machen, die auch nicht richtig sind, ne? Aber Und was deswegen sollst du Licht für die sein und das Wort Gottes da predigen. Ja, und ich auf habe jeden noch nie Fall, was jeder geht Lustiges dann, gehört. küsst erstmal die Ikone, dann geht er zum Pastor, küsst das Kreuz, also er macht so, er salbt dich mäßig an deinen Stirn, küsst du das Ja. Kreuz und seine Hand. Genau. Genau, das sind so Sachen, ne? Aber Urban, du hast da was Falsches da gesagt. Jemand hat dir gefragt, darf man sich selber kreuzigen vor dem Gebet? Ne? Also im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du hast ja ja gesagt. Du kennst Ja. das ja noch wegen der Kirchen. Es ist nicht so. Nirgendwo steht drin, ne? Kreuzige dich. Ja, Du kannst gut. einfach beten. Ja, natürlich, du kannst auch, aber ich meine, guck mal, es ist ein Symbol. Also, wenn, nur weil es Ja, das ist von gestaltet den ist, ist ein Kirchen der bisschen Symbol. Das ist übertrieben. das. Ja. Die haben, Ich wenn du das hab auch oft Kreuz mit meinem machst, Vater diskutiert, was das angeht. Ich habe ihn ja auch versucht zu überzeugen, dass man sowas gar nicht braucht. Dass Gott ist doch allmächtig. Du brauchst doch keine Ikone zu beten und für jemanden irgendwie eine Fürsprache zu halten. Kann einfach Gott bitten. So, und er sagt, ey, rede nicht so, du kommst in die Hölle, dass Gott wird dich bestrafen, wenn du über die Pastoren so redest. Die sagt, ey, das sind doch nur Menschen. Ja, also ich bin stolz auf meine aber Kirche, Urban, muss ich Urban, sagen. Das ist was mir dann. wichtig ist, ne? Dieses Ja. Selbstbekreuzigen. Ja. Ihr müsst mal in mein Profil gehen. Ich habe so ein Bild, ich habe das jetzt hier nicht. In meinem Ist. Profil habe ich da ein Video gepostet. Wenn ihr diese Kreuzigung macht, ihr macht ein umgedrehtes Kreuz. Kommt drauf an, wie Das du machst. ja, ja, ist wirklich mir ist so. das damals. Urban, ich bin keine Lüge, ich war Katholik. Und ich habe mir selber einmal auf einmal habe ich den Gedanken gehabt, ne? Warte mal, wenn ich mich bekreuzige, ne? Wie sieht das denn eigentlich aus? Du musst ja mit der Ja? Hand weiter tiefer gehen, damit es ja kein umgedrehtes Kreuz ergibt. Die Orthodoxen machen weiter tief. Ja, aber die Katholiken machen genau so. Die Die Orthodoxen gehen noch Katholiken weiter machen das bis tiefer. zur Mitte, ne? Aber dieses Bekreuzigen ist von den Katholiken und die haben das Originale reingebracht. Und die machen ein umgedrehtes Kreuz damit. Ja, Die aber dann machen ja brauchst Brust. dann das ja, ich meine, ja,
gut. Deswegen, ja. Macht das nicht. Fügt nicht Sachen hinein, die nicht in der Bibel sind. Ja, und seitdem man in sicheren Seite. Ganz wichtig, meinte, aber wirklich, ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand bei uns beim Gottesdienst eine Ikone geküsst hat. Ich war wirklich. Warte hier, bitte schön, zeig dir das. Ja, okay, aber nicht bei mir in der Kirche. Das kann ich nicht. Warte, ich zeig dir das. Guck mal hier. Da. Der hat die Ikone verehrt. Der hat alle beiden Seiten verehrt. Ja. Das ist ganz normal. Und da sind die Kerzen daneben. Seht ihr das? Das ist nicht richtig. Nicht machen, meine Lieben. Fernhalten von sowas. Nicht Gemeinschaft haben mit der Finsternis. Haben dann, ne? Ein Orthodox, nee, das waren Katholiken, haben die da nicht gesagt, lieber würde ich den Koran küssen, anstatt in die Freikirche zu gehen? Ja, hat einer gesagt. Heftig, ne? Das ist doch krank. Der Papst hat doch schon den Koran geküsst. Ja. Also das, was der Papst gemacht hat, das war heftig. Ey, Leute, bitte, ey. Guck mal, ich rede nie über andere Konfessionen, nie. Aber er küsst den größten Antichristen. Ja. Aber würdet ihr eigentlich sagen, dass es nur im Vatikan ist oder überall? Warte, der größte Patriarch, ne, ist mit dem Papst und die machen sich eins mit den muslimischen Rechtsschulen. Eins. Denn der Papst führt ja die New Age an, die neue Weltreligion. Na, alle eins. Wir haben eh alle denselben Gott. Da hat der größte Patriarch mitgemacht. Der größte Patriarch der Orthodoxie. Lesen Sie den Koran nicht? Derselbe Gott, der das sind ja alle denselben Geist, alle den unheiligen Geist. Die werden ja eh alle in die Hölle gehen, was sie da gemacht haben. Christori, du hast das gesagt? Wir brauchen wieder ein paar ist das eigentlich jetzt so nur im Vatikan, dass die so satanistisch sind? Oder ist das überall so? Was Katholiken angeht? Okay, warte, ich weiß jetzt viel über Vatikan, über die Orthodoxie. Mit dem Satanismus weiß ich eher weniger, bin ich ehrlich. Da kenne ich mich mal mit den Katholiken da aus. Bruder Danny, weißt du was von? Was denn nochmal? Also ist das erkennst du Satanismus in der Orthodoxie? Nur im Vatikan? Oder ist das überall verbreitet in den katholischen Kirchen? Ja, in den Großkirchen überall. Okay. Ja. Na und deswegen, meine Lieben, wirklich, haltet euch an die Liebe. Mach das mal an, Pablo, dieses eine Bild. Dieses Bild, was ich auch immer reinmache. Ich schick dir das gleich. Ich muss einmal raus, schick. Meinst du das? Nein, ich schick dir das gleich. Ja, schick mal. Meinst du das? Nein, ich gehe raus. Schick mal. Guck mal, wie heftig das ist. Das, meine Lieben, sagt doch schon alles. Der Patriarch und der Papst, die machen sich doch eins. Ah, da haben wir ein paar Symbolik, ne? Ach so, noch eine Sache, was gegen die Bibel ist, glaube ich, in den orthodoxen Kirchen, also hier vor allem so, also in meiner, wo ich war, da haben die zum Beispiel die Priester voll die langen Haare, ne? Genau, 1. Korinther 11 lesen. Wir dürfen als Männer, für eine Männer ist es eine Unehre, lange Haare zu tragen. Genau. Und der Hauptverdeckung, siehst du? Zum Hintern so gehabt, ne? Guck mal, der Papst macht die Kiefer nach. Der Patriarch hat eine richtige Bedeckung, der meint es ja ganz ernst. 1. Korinther 11, wer sein Haupt bedeckt, ne? Wer sein Haupt bedeckt als Mann, wer betet und weissagt, der schändet sein Haupt. Hier war heute ein Orthodox bei mir. Ich habe ihn ein bisschen widerlegt. Das war der beste Freund, ich glaube, da war Autobau oder so, keine Ahnung, da ist Viktor. Der ist hier der beste Freund anscheinend hier mitbringen, glaube ich. Der war bei mir oben. Der hat sich widersprochen. Ich sage ihn so, was ist die Voraussetzung der Taufe? Buße tun. Kann ein Baby Buße tun? Nein. Und ich so, ja, da hast du doch die Antwort. Nö, ist es nicht. Der hat sich selbst widersprochen und der sieht, dass ich meine. Und dann sind wir so tief reingegangen, die Zuschauer wissen das. Die haben es gesehen. Wir sind so tief reingegangen, jeden einzelnen Aspekt. Ich habe ihn Abesetter widerlegt. Da hat er mir gesagt, die Taufe gibt dir den neuen Bund, damit du den Heiligen Geist bekommst. Jesu Apostelgeschichte 8, 14 bis 17 sagt, die war getauft, aber hat nicht den Heiligen Geist. Was passiert? Ich dachte, Taufe gibt den Heiligen Geist. Und da war er auch wieder mundtot. Ja, da sind wieder diese Feinheiten. Dann gehen wir richtig speziell rein. Und da habe ich gesehen, die können nicht argumentieren. Die haben auch keine Argumente. Die haben ja nichts. Wann die beruhen sich ja nur auf irgendwelche Traditionen. Ja, bitte, Ufer? Darf ich mal fragen, wann der Verbot kam mit den langen Haaren? 1. Korinther 11. Also erst im Neuen Testament.
Ja, warte, war es auch ein altes. Im Alten Neuen Testament wurde es Testament. erwähnt. Im Neuen Samson, Testament wurde es Samson. erwähnt. Ob es ein Alten Testament, Bruder Reza? Ich hatte den Alten Testament gelesen, aber ich fällt mir jetzt gerade nicht ein. Doch, warte, im Alten Testament steht, ein Mann soll nicht eine Frau sich wie eine Frau aussehen und die Frau soll nicht wie ein Mann aussehen. Das deutet darauf hin, Weil weil wir Samson die haben, lange die Haare langen eines Haare. Mannes sieht ja aus wie eine Frau. Ja, genau. Aber wir haben Das Samson mit deutet den langen darauf Haaren, Bruder. hin. Machen wir da. Nochmal, Bruder Reza. Ich habe natürlich, das steht im Alten Testament, ne, dass ein Mann nicht die Frauenkleider anziehen soll und eben Frau nicht ein Mann, also Genau. Männerkleider. Aber Fünfte genau. Mose 22 Und war das, glaube ich. was ist mit Samson? Der hatte doch lange Haare und seine Haare, seine Kraft lag Nee, doch der war ein in Nazireer, so wie Johannes der Täufer. Es ist eine bestimmte Gelübde vor Gott, seinen dass man keine Schere über den Haupt Also kann ich vor hat. Gott ein Gelübde ablegen und sagen, ich werde mir nicht mehr die Haare schneiden? Geht das? Nein, 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 geht nicht. Da geht es Nein, einen das anderen ist Bund. Ach, alttestamentarisch. das alter Das ist Bund. ein Gebot aus dem Alten Testament. Wenn einer Nazireer ist, das ist nicht mehr für uns. Wir sind schon Priester Gottes. Du kannst, das geht nicht mehr. Das ist alles im Alten Bund. Reza, meine andere Frage ist, nehmen wir mal an, das ist eine hypothetische Frage. Ist zwar eine dumme Frage, aber ich stelle sie einfach mal. Wenn du dir einen Sohn wünschst, der die Haare von, sag ich mal, du betest zu Gott, sagst, ich wünsche mir einen Jungen, und der soll die Haare von Samsung haben. Und dann kriegst du einen Jungen, der bei der Geburt schon fast Haare hat wie ein sechsjähriges Kind. Würdest Hast du du so dann die einen Haare schneiden Sohn oder bekommen würdest oder du was? sagen, wie bitte? Hast du so einen Sohn? Ja, ihr werdet lachen. Ich will jetzt kein Bild zeigen, aber genau die Geschichte Das habe ist doch ein Baby, das ist doch kein Mann. Das ist doch ein Unterschied, ne? Ja, Und aber wenn du jetzt irgendwann sagst, wird man dann das ja machen. wenn du jetzt sagst, Gott hat dir irgendwie meinen Wunsch erfüllt, so wie was eigentlich nicht geht, ne? Wo sogar Wenn nicht, aber das es ist doch süß. So ein Baby, jetzt kann er dann mit seinen Haaren da irgendwas gespielt machen. Sobald er aber eintritt in den Bund, sobald er den Herrn Jesus annimmt und ne, Buße tut und dann wiedergeboren ist als kleiner Knabe, dann muss er auch seine Haare schneiden. Das gilt auch für ihn. Da muss er männlich, von Anfang an männlich wandeln. Ja, alles gut, das wollte ich wissen. Aber wenn du mit 5 Monaten zum Friseur gehst, weil er seine eigenen Haare Lernt. isst, ja, das ist schon heftig, ne? Ach so, ja. Ich würde den auch gar nicht erst in so eine Schiene bringen mit langen Haaren, sondern von Anfang an schon seine Haare schneiden, sodass er sich daran gewöhnt. Nein, ein Mann muss kurze Haare haben. Ne? Nicht, dass er aussieht nachher wie Thomas Anders mit der Nora-Kette, ne? Bei Nee, Modern alles Talking. gut. Es gibt ja auch überall Grenzen, das weiß man Nicht, dass er auch hypothetische noch die Frage. Nora-Kette trägt später. Alles gut, das war eine hypothetische Frage, das war jetzt. Ja. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall habe ich immer angefangen zu zweifeln, ob das so alles richtig ist, weil ich habe mir einfach immer Fragen gestellt, irgendwann mal, hä, warum muss man diese Bilder anbeten und ist Gott nicht allmächtig so, ne? Ja, und dann habe ich irgendwann mal einfach nach der Wahrheit gesucht und dann bin ich halt auch zu auf Reza und Ami gestoßen, weil ich angefangen habe, auch mich mit dem Islam zu beschäftigen, weil ich dachte, vielleicht ist da die Wahrheit drin. Und da hat der Herr mich direkt zu Ami geführt, obwohl ich Ami davor noch nie gesehen habe, so. Ja, dann habe ich die Erkenntnis irgendwann bekommen. Unglaublich, der Amir, Ey, wieder aufrollt Leute, hier, ne? Arm Der ist ganze ein Welt spielt der Ratgeber. Himmel, wie viele Leute, ne, der Amir halt, ne, durch den Herrn Ohne zu dem Spaß, Herrn. also ich hab von Ami habe ich nicht ein Bild gesehen und sobald ich mich angefangen habe mit dem Islam zu beschäftigen, so ich wollte mich damit beschäftigen, auf einmal kommt direkt so ein Video von Amir, Ex-Muslim klärt auf. Den Ja. Stein, den er zum Rollen gebracht hat, den hält keiner mehr auf. Mir auch, ja. So einfach ist das. Und dann habe ich auch deine Reza, deine Videos auch gesehen mit den Illuminatis. Und dann habe ich einfach die Erkenntnis bekommen, dass der Teufel real ist. Und wie real ist, er ist Ja, realer als. und dann dachte ich, wenn der Teufel real ist, dann ist Gott auch real. Weil für mich war Jesus immer, der war so im Kopf, aber ne, dieser Ja, dicker. Hasschrist gewesen. Und ja. Das ist Dann ein irgendwann mal hatte ich dann einfach einen Zusammenbruch und habe alle meine Sünden bereut vor ihm und 3 Tage lang durchgeheult oder keine Ahnung. Heftig. Ja.
Aber wunderbar. Schaut euch mal. Apostel Paulus, 3 Tage aß er nicht und trank er nicht. Die, wenn ich zum Beispiel das lese, da in Apostelgeschichte mit der Bekehrung des Apostel Paulus, das ist für mich immer so heftig, das ergreift mich sehr, weil ich weiß, was er in dem Moment, wo er wusste, was er getan hatte, nämlich die Gemeinde Gottes getötet. Du kannst dir nicht vorstellen, was in dem Mann in dem Moment abging, als er sich bekehrt hatte. Ne? 3 Tage konnte er nicht essen und nicht trinken. Der war tot, der Mann. Es war ja auch meine Angst irgendwie. Ich hatte halt Angst, ja, okay, ich bereue jetzt meine Sünden, aber ich hatte halt gar keine Ahnung so von der Bibel oder keine Ahnung. Und ich dachte trotzdem, hä, wie bin ich jetzt gerettet, bin ich nicht gerettet und voll gezweifelt die ganze Zeit halt, ne? Nein, wenn du zum Herrn Jesus kommst, dann du glaubst, dass es ihn gibt. Und dass er der Richter der Welt ist, auch dein Richter und Retter, und du deine Sünden vor ihm bereut hast, dann bist du errettet. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Halleluja. Ja. Aber du musst auch wirklich zu ihm kommen, ganz. Nicht ein Standbein in der Welt lassen und mit einem Bein reinkommen. So Standbein zur Sicherheit. Nein, du musst mit beiden Beinen reinkommen und alles hinter dich lassen, die ganze Welt. Ja, das ist ja, genau. Das, ich merke ja, wie alles so sich von mir entfernen. So. Die ganzen Freunde lasse ich hinter mir, weil die einfach. Ja, genau. Der Herr sortiert aus, genau. Ja, genau. Und dann. Ich merke das auch, Familie auch. Distanziert sich, weil. Ja. So ist das. Das ist der Preis. Den du bezahlen musst. Ist doch okay so. Ja, einen Preis musst du bezahlen, ne, für die Nachfolge. Und der Herr sagte auch, wer rechnet nicht vorher aus, was das alles ihn kosten wird später. Ob er bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Ja. Was ist eigentlich mit Werken gemeint? Also was für Werke muss man da machen? Du musst gar nichts machen. Die Werke kommen automatisch, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast. Und der Heilige Geist führt dich in die guten Werke, die dann halt mit deinem Glauben einhergehen. Aber nicht die Werke retten dich, die Werke mache nur deinen Glauben in dem Moment vollkommen, dass dein Glaube auch echt ist. Ja. Aber durch den Glauben wirst du errettet, nicht durch die Werke. Durch den Glauben an das, was der Herr Jesus für dich getan hat. Und nicht durch das, was du für ihn getan hast. Ja, natürlich. Aber das ist zum Beispiel bei den orthodoxen Kirchen immer so. Die erwarten immer, dass du irgendwas tust. Das ist auch Werksgerechtigkeit. Das ist ja komplette Irrlehre. Die sind ja verloren. Weil er meinte sogar einmal zu mir, ja, was hast du denn für Gott getan? Nein. Ich muss doch gar nichts für ihn tun. Der ist doch für mich da. Ja, natürlich kommen die Werke automatisch, aber was nicht Werke, dass man jetzt so ein Maria-Statue aufstellt. Die denken, du musst einen Maria-Statue aufstellen und mit da reden mit ihr. Ja. Diese Werke denken dir, das ist ja, also wenn schon über Werke, dann schon mal gar nicht solche Werke, sondern wirklich die Werke, die wirklich aus dem Heiligen Geist kommen, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast. Und dann kommen die Werke, ne? Zum Beispiel Apostelgeschichte 1, 8, 9, ja, ihr werdet Kraft empfangen, sagte Herr Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein bis in die ganze Welt. Also das Evangelium verkünden, Zeugen sein für den Herrn Jesus Christus. Ja. Zeugnis ablegen, wie der Herr Jesus dich berufen hat. Nun wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Ja, ich versuche ja auch schon alle das davon zu überzeugen. Ja. Sobald du zum Herrn das kommt aber automatisch halt, ne, weil ich ja voll dahinter stehe. Du musst dich unbedingt anstrengen. Genau, wenn mich jemand irgendwie nach Jesus fragt, ich hau ihn direkt raus, er ist der einzig Wahre. Ne? Ja, das sind die Werke, dass man zum Beispiel eben Gutes tut, was man vorher keine Kraft hatte dazu. Ne? Ja, ich habe gemerkt, dass mein Leben sich auch richtig verändert hat. Was das heißt. Ja, das sind die Werke, die automatisch aus dem Heiligen Geist kommen. Klar, also fällt man immer in Sünde so. Aber am nächsten Tag hast du dann direkt so ein schlechtes Gewissen, dass du nicht weißt, wovon du bist. Ja. Warte mal. Jemand hat eine Frage gestellt. Moment. Über Orthodoxen reden, kein Unterschied zu Muslime. Urban der Zweite, so wie die über Orthodoxen reden, kein Unterschied zu Muslime. Meinst du diesen? Ja, gut, das ist halt ein Orthodoxer, ne? Der muss noch wiedergeboren werden.
Wir sind kein Menschen was schuldig, noch eine Kirche, sondern alleine der Wahrheit, der das ist der Herr Jesus Christus und sein Evangelium. Und wir müssen, wie Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20 sagt, nach mir kommen räuberische Wölfe hinein und bringen Irrlehren rein. Und deswegen müssen wir das reine Evangelium verkünden. Und das nicht das, was irgendwelche Kirchen sagen oder irgendwelche Sekten, Gemeinden, sondern das wahre Evangelium, was in der Bibel steht. Und natürlich die Wiedergeburt, wovon eben die Katholiken und die orthodoxen Kirchen leider keine Ahnung haben. Warum lernen die das nicht? Das ist nicht eine gute Frage. Nur einer kann ja ein Interesse daran haben, dass jemand nicht wiedergeboren wird. Ich finde es halt traurig, dass meine Eltern halt voll da drin hängen. So, ne? Ja. Aber wie oft habe ich mit denen schon geredet? Ja, ich verstehe, ich liest zwar die Bibel, aber ich verstehe, dann liest du ja nicht die Bibel, wenn du da nichts verstehst. Ja. Was sagen denn deine Eltern? Ja, ich habe halt viel mit meinem Vater halt darüber geredet. Also halt so ein bisschen argumentiert auch, ne? Ja. So, warum muss man eigentlich Bilder anbeten? Und keine Ahnung, warum liest doch selber die Bibel, ne? Die Bibel sagt dir doch alle Antworten, die du haben kannst. Oder hast. Aber er liest nicht die Bibel, ne? Er liest die auf Russisch, ne? Aber er sagt, ja, das sind so wie bei den Moslems, ne? Ja, das kann man nicht so richtig beschreiben und so. Oh, okay. Und dann, guten Tag. Ja, aber das ist eng, so einer, der labert dich voll, ne? Du verstehst nicht die Hälfte davon, ne? Ja. Ey, rede nicht über den Papst, ne? Gott hat dich bestraft. Okay. Ja. Somebody speak English? A little bit. I speak German, no English. Aber, what is you, is, was halt Frage auf Englisch? Ich kann erklären, Book of Recitation, das sind so Islam-Aufdecker, so wie Amir, das ist ein professioneller Dauer. Der ist richtig stark, also unterwegs, auch im englischsprachigen Raum. Wie kannst du Englisch probieren? Ja, aber irgendeiner schalt hier. Brother, just translate him this. Brother, can you go out and come again, because you have a problem with your voice. Can you hear me now? I hear you and I hear me together. Okay. If you hear me, can you yes, translate sir. Them? Yeah. Can you so, translate Geschwister, them? Ich bin auf draußen jetzt. Raus. Ich wünsche euch Gottes Segen. Auf jeden Fall. Brother, you have a recall. Please, book of Okay. I will come back. Okay. Die machen dasselbe wie Ami, die waren gestern in meinem Live, die haben mir echt so schöne Sachen über Hadith und Islam gezeigt. Ich weiß nicht, ob du jetzt reinkommst. Das soll ein bisschen aufdecken. Ja. Aber du musst übersetzen. Du kannst aber auf Englisch, ne? Ich weiß nicht, ob die Geschwister oder die Leute hier drin gut. Ja, ich versuche zu übersetzen. Mein Englisch ist jetzt nicht perfekt, aber ja. Ey, die haben mir gestern die Trinität im Islam gezeigt. Ja. Die haben mir Koranverse gezeigt, die haben mir Hadithe gezeigt, heftige Sachen, wirklich. Ja. Wie Mohammed immer das Gegenteil vom Koran. Dein Einsatz mit Englisch. Ich kann gar kein Englisch. Ja. Bruder hat eine Anfrage gestellt? Ich habe ihn eingeladen, aber er hat keine Anfrage gestellt. Die sind jetzt im deutschen Raum unterwegs. Ja, da ist sie. Die denken sich, Deutschland hat noch Islam, kennt die Islam noch nicht, aber die haben vergessen, Army gibt schon. Ja. Hello, can you hear me now, please? Yes, I hear you. Great. Can your brother turn back the last picture, the picture before this? Ja, kannst du bitte das vorige Bild machen? But... Ja. Ja. You see? This? Yeah. You get something wrong about the church that have the snakes on the stick and the cross on the stick also. Because church did not take it from this Satanist. Actually, that snakes
on the stick with the cross above the snakes symbolize Moses Christ, Christ and Moses in the snakes. Yes, it does not have connection with this Azazel picture, devil, you know. Actually, it is symbolized the Moses in the snakes, because you know, when Moses in Exodus make a snake of bronze and people went. Ich übersetze gleich. Er sagt, dass die Satanisten dieses Symbol von den genommen haben und die Schlangen. Warte, Urban. Sag den, wenn du also wenn Urban redet, soll er sich kurz stumm. Stumm. Urban, sag das mal auf Englisch. Can you close your mic, please? A book of okay, thank you, because we have a recall. Also, ich weiß es auch, das Symbol mit dem Stock und der Schlange steht für Moses und den Kampf der zwei Schlangen. Deswegen benutzen das die Kirche und die Satanisten haben das übernommen. Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, der Mann ist auch so ein Kirchengänger und verteidigt jetzt schon wieder eben diesen Papsttum oder die orthodoxe Kirche, diese Elite. Das ist das Hermes, das ist der Hermesstab, das ist ein okkulter Stab mit den zwei Schlangen. Mhm. Hermes Trismegistus, das ist, wer sich mit Magie auskennt, würde sofort das erkennen. Ja, ich kenne das Kybalion, die hermetischen Gesetze, Hermes, ich habe das alles mal gelesen dann, ja. Ja, genau. Und er will natürlich jetzt da die Kirche. Wahrscheinlich ist das ein Katholik oder ein. I know about Hermes story, but it's actually a story from the Bible. And also, if you have cross above the snakes, Jesus is the ruler, you know, he beat the Satan. If you also want to take like that, snake is also symbol of the evil. But cross is above the snakes. So, you know, cross beat the evil. Where did our Lord Jesus Christ us to wear such a thing? So by your logic, for everything that you do and every practice that you do, you need to find that Jesus told you. Yes, everything. Everything. Our Lord. Okay. So did Jesus fasting? Yes. Okay. So does Protestant fasting? Protestant, I think, no, the Catholic fast. Catholics little bit, Orthodox pretty much, Protestant yeah. Almost nothing. Yeah, but where does our Lord Jesus Christ said we have to fast? Yeah, that's my point. Actually, he told on one occasion, but he fast. Because he was growing like a Jew, yeah, but he Jews kept also, fasting. He kept off the Sabbath. Just because exactly. He did something is not worse. Great. So that's my point. You cannot, you know, it's like wrong point. Taking, oh, Jesus do it or Jesus didn't do it. You must understand the context. And Jesus didn't proclaim everything what should you should do in the gospel. He proclaimed that is matter of salvation. That, you know, putting this cross and the snakes on the sticks have symbolized the Moses. And also I think Paul was talking about that, because, you know, Jesus said, like the Moses lift the snake into the air, in that way the Son of Man will be lifted on the cross, basically, because he was crucified. He was lifted in the air on the cross, you know, on the stick. Yeah. So yeah. that's also, I think, symbolics, and does not have anything to do with Satanist or Hermes symbol or Satanist symbol. It has to do with magic and Hermes. Of course, because the church How? Leaders are all Satanists. So, bro, explain me. If you take the Bible, and it's literally parable in the Bible, and literally happened in the Bible, yeah. And we take it, and we put it like that, and we said that this is allusion and parable on the Bible, on this event and this event. How can that be from the Satan, for God's sake, man?
For example, Apostle Paul circumcised Timotheus. Should we go and wear foreskins because we want to recognize this? This was happened to Timotheus. Should we wear foreskins at our forehead? Actually, Apostle Paul also said that he just did it to prove the Jews that he is a Jew. Should we wear foreskins of our penis in our forehead to show it to all people because Apostle Paul was circumcised Timotheus? No, it's not the point of the story. Even Paul said that was just have to do these things. But it's wrong analogy. And nobody said that you must wear this cross on the stick. You can wear a foreskin on your forehead to remember that Paul circumcised Timotheus. Is that your opinion? No, it's not. But if you are circumcised, we don't have to do anything. Sorry, you are twisting the stuff. You're twisting stuff. You are putting your words in my mouth. That you can understand my point. Yes, actually, I understand, because Paul didn't do that because it was obligatory. Paul did that just to show the Jews, because Timothy's mother was a Jew, to show the Jews that he is still a Jew. Yeah. You know, that so he can talk with the Jews. Foreskins to remember these stories. And you don't need to wear this cross on the stick like that for your salvation. So because it's symbolic. It's good stuff to do. It's symbolic. It's magic symbolic. How is magic from the Bible, bro? They do not these things from the Bible. They do it by their own because they are magicians. How is magician if that Moses did, and Apostle Paul, even Jesus said, like that snake of bronze was lifted, Moses lifted that snake of bronze, in that way the Son of Man will be lifted on the cross, because he was lifted snake, on the cross. There are two snakes. So was Jesus magician? Was where, Moses there magician? There was one snake. Why do they wear two snakes? Who cares? Probably because symbolize. I care because I am very, very explicit. Because maybe it's also symbol winning against the evil. I can check it. By maybe. You go by maybe. I am more explicit. Okay, so you are more explicit. So tell me, where church teach that we take this symbol from the pagans or from the Hermes or from the devil? Because the elite of the church are all magicians of the Babylon, of Babel. That's why the Pope wear a hat of a fish mitre of Dagon, goddess, god of Babylon and Philistines. Dagon. Actually, I'm not Catholic, but I'm not Roman Catholic. But I watched some videos about that, and I think it's also wrong. You are Catholic or Orthodox? Eastern Church. You Orthodox? Christian Orthodox. Orthodox. Ah, okay. So you must be born again, my friend. You can patriarchen, no? Patriarch. Yes. We have episcopes and patriarchs. Wait. What is this? Left. Patriarch. Haupt. Was heißt Haupt, Moderator auf Englisch? That's Patriarch of Russian Church. I'm not Russian, Kopf, but... Kopf, Ke- was heißt immer Kopf? Kopf, Head. Head. Mütze. Dieses White. It's Cherubim Angel. As I see, Cherubim IT Angel. Not Cherubim Angel. Nicht das. Das meine ich nicht. Not Cherubim Angel. Ich meine, Head, diese Mütze. The white scarf on his head. Why? What is this? Why Mütze? I think... What would he have on his head to cover? No problem. I think it was also taken because we continue with the Jewish religion. You know, apostles was the Jews.
people was a Jew, Jesus was a Jew. So they take probably similar to the Jewish priests, but real priests who accepted Christ, not the priests who rejected. Book of Wilford, 1 Corinthians 11, 1 bis 5. Man with cap, no. Why Widerspruch? Wie soll ich das sagen? Ich kann kein Englisch. Yeah, it's not a problem. Listen. First, we start with the stake and the snake. Who prays, my friend, a man who prays and has something on his head. He, I would say that he, harms his head. But just a moment. Can you lift? It's a shameful thing for him. Can you lift Milena? Can you lift Milena? Milena, can you? Yeah, so she can translate. Ja, das ist Milena. Kannst du Englisch? Ja, sag ihm, warum 1. Korinther 11 steht, Männer, die beten oder weissagen, schänden ihr Haupt, weil unser Haupt ist Jesus Christus. Patriarch hat was auf dem Haupt, und er betet und weissagt. Warum Widerspruch? Jasem. Aha. On kaže, 1. Korinčani piše, ne smiju muškarci imati nešto na glavu, zašto naši patrijarhi imaju nešto na glavi? Znači, oni, da ti kažem, oni ne veruju u crkvu, nego samo u Bibliju, da znaš o čemu se radi. So, apostles didn't wear nothing on their head? Pita ih su li apostoli nosili što na njihove glave ovaj? Er fragt, haben die Apostel nicht auf den Kopf getragen? Also waren die nicht bedeckt, die Apostel? Nein. Die Apostel im Neuen Testament, nein. Jesu li, pitaj ga, jesu li jevreji što nosili, kakav je bio jevrejski običaj u Devisu, jevreji što nosili na glavu? Han die Juden was auf den Kopf getragen? Ja, aber wir sind keine Juden. Kaže, nikon jevreji. Falsch übersetzt hat die Dame. Pitaj, jesu li apostoli bili jevreji? Was hab ich denn, Putin, Monte, was hab ich denn falsch übersetzt? Nein, ich nicht, ich war sogar ein Dialog, war ja richtig. Also auf jeden Fall, kein Apostel hat was auf dem Kopf gehabt. Apostel Paulus sagt doch in der Korinther-Gemeinde, wer was auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Why? Also warum machen die Patriarchen das Gegenteil? Kado Korinthian piše da je Apostel Paulus rekao, ko nešto ima na glavi, znači taj nije kao... Ne treba imati ništa na glavi. Zašto naši patrijarhi to rade? Pitaj ti njega, je li apostol Paul bio jevrej nosili što na glavu, da se to ne odnosi možda tokom liturgije na onoga ako nije sveštenik, da skine kapu iz poštovanja, da se možda ne odnosi to na to, a ne da je bilo zabranjeno da čovjek ima šešir ili da ima pokrivku, pogotovo pustinji na 50 stepeni, što su svi nosili. Dobre, Saša, ajde na kraće malo. Ja sad saman, ti se me zvao gore. Kratko mi opet kaži. Pita ovako, je li to, da se nije to odnosilo možda kad je u hramu neko ko nije sveštenik, pa je u hramu da skine kapu, da otkrije glavu, a ne da je bilo zabranjeno da se nosi svud, jer se nosi svud. Jevreji su nosili i hrišćani su nosili kape i pokrivke preko glave. Ali ja ne razumijem sad svrhu uopšte o čemu se radi. On veli da je ovo zabranjeno. Znaš, kao ovo da ne valja da nosi sveštenik ovu kapu. To nije kapa u stvari, to je pokrivka ova preko glave kao da je zabranjeno. Ja, znači si faze. Nein, ich weiß jetzt überhaupt nicht, es geht jetzt darum, weil ich bin einfach jetzt auf die Schnelle hochgekommen, dass ich jetzt weiß, ihr sagt, das ist nicht erlaubt, Korinther sagt, es ist nicht erlaubt, 1. Korinther, dass man das bei Gebet, das Bedecken des Kopfes ist nicht erlaubt, aber Sascha sagt, es ist erlaubt. Richtig. Nein, gebeten und weissagen, das heißt, wenn man betet oder weissagt, und was er auf den Kopf hat, der schändet dann auch. Das ist nicht erlaubt. Wer behauptet, dass er erlaubt ist, gegen Gottes Wort. On kaže, kad se ti moliš Bogu ili nešto kao profetiju neku radiš. Znači nije u Korinthanu nije dozvoljavano da uopšte nešto na glavu imaš.
to pitaj ga sveštenik. Jedno je sveštenik, drugo je to, ja mu kažem, to je za to u crkvi. U crkvi, razumiješ, u crkvi. A ovaj, prva stvar, kako ja vidim, ovaj sveštenik nije u crkvi. Druga stvar, sveštenička odora i nije isto što odora običnog čovjeka koji dolazi u crkvu. Pa ga pita je priča li pop za one koji drže liturgiju ili priča za one koji ulaze u crkvu. Priča li za sveštenika ili priča za čovjeka. Ja, wenn jetzt völlig durcheinander war, ich bin ja auf dem Chat. Holt mal diesen Putin Monte hoch, bitte. Soll er übersetzen? Weil nein, der hat 50 Follower. Leider. Er hat im Gebet mit Lena Obolik. Was hat der Book of Dings gesagt? Hat er jetzt gesagt, das ist kein Widerspruch? Nein, er sagt, das ist kein Widerspruch, das ist nur in der Kirche. Aber normal darf man das sagen. Wie jetzt? Das ist kein Widerspruch. Das ist ein Widerspruch, wie nur in der Kirche. Bruder Reza, wait. Yeah. Bruder Reza. Gerade in der Gemeinde. Which Corinthians, bro? Wait, please, wait. Which Corinthians? Pavlos, er hat gefragt, ob da, warte. 11. Warte, 11. Pavlos hat, warte. Der schreibt Pavlos, er hat gefragt, ob das für alle zählt. Was hast du mir gesagt, Melina? Bitte? Er hat gesagt, warum es nicht für alle zählt. Das hättest du mir ja sagen müssen. Weil dann kann ich Ihnen sagen, es zählt nicht. Es zählt natürlich für alle. Weil wenn was an die Kuntergemeinde ist, ist es für die ganze Gemeinde gemeint. Wer ist denn die Gemeinde? Wir alle. Ey Leute, ich bin völlig überfordert. Echt, ich bin auf die Schnelle rein. Bruder Sifo, da machen wir Englisch weiter. Bruder Sifo, ja, kann gut Englisch. Danke, Bruder Risa. Danke dir, Melina, ja? Gottes Segen. So, Book of Wisold, oder? Bruder Reza, rede jetzt Englisch? Ja, der schaut gerade nach, 1. Korinther 11. Der kennt die Stelle nicht so gut. Philipp, ich tue dich kurz hoch, aber bitte kurz stumm, weil ich bin kurz am Reden mit einem anderen. Ne, Philipp, kurz stumm. Wir können gleich zusammen reden. Kurz stumm. Ich glaube, es geht, wenn du mich... Nein, ich kann dich nicht einladen, Putin. Weil hier steht... Du hast 50, ich kann nicht, hier ist keine Einladung. Das geht nicht, schade. Hier, Bruder Sifo, lebst du überhaupt? Der lebt nicht, der meint es ganz ehrlich. Bruder Reza, jetzt mach mal auf Englisch bitte weiter, du konntest gut Englisch. Jetzt warte, Entschuldigung, ich rede die ganze Zeit mit Deutsch. Erzähl, Bruder Sifo, sag mal auf Englisch was. Ich rede bei 1. Korinther 11, richtig? Ich gucke gerade nach. Der hat nur mal gefragt, welche Stelle ist das, was du da meinst? 1. Korinther 11, habe ich dem gesagt. Ach so, 1. Korinth 11. 1 bis 11. Wie heißt das, Sascha? No problem, look. Ich hole jetzt die Bibel. Sascha, what is your name? Is Sascha your name? Der ist orthodox, Sifo. This is orthodox, dass du weißt, I know. Es geht um Kirche. Give me big screen. Der möchte die groß gemacht werden. Ach so, ja. This is the crown, this is not the head. It's completely different symbolics. No, it doesn't matter. It's matter. It's not good. It's matter. Look at what is in the head. Wait, look Sasha, at what wait. Is in the head. Wait, one second. Four apostles that wrote the gospel. Wait, one moment, please. If you read 1 Corinthians 11. Er soll mal Korinther in Google zeigen. Ganz gut, Bruder. I read it already, dude. Look, and the Bible say, if you cover your head, you harm the man. He can't cover his head. It doesn't matter with which head he covers his head. Understand? Doesn't matter. If it's a piece of coal or something. It doesn't matter, you cover your head. Do you understand? It's talking about people who came to liturgy. And in our church also people who are not priests, when they came on liturgy, they should put their hat. You know, they cannot wear their hat. It's talking about people who are on liturgy, not the priests. Warte, Bruder Sifo, warte. Auch er sagt,
Er sagt, es sind nur für manche Leute. Sagt er, even you have to cover your head. If you pray, if even you have, it's not allowed to cover your head if you pray. If you pray. Dude, I'm explaining you. Me, no. Priest, only priest have even this, but it's not head. Show me in the Bible the verse. Er sagt, die Priester dürfen nicht. Yes, in the Old Testament. In the Old Testament are wrong. Guys, are you talking over me? Also, Alte Testament, galt es für die Leviten, ne, die Stamm Levi bei den 12 Stämmen Israels. Das war Alte Testament. Gott hat die Priester höchstpersönlich auserwählt und da war Jesus noch da nicht das Haupt. Und deswegen war es anders. Die mussten natürlich anders aussehen als die anderen. Das hat Gott so bestimmt. Ein Priestergewand und so weiter. Aber Neue Testament. Dude, I'm agnostic and only place when I met the God was in the church on the my you first know, confession. No, yes. Now you are telling me what I passed or no. What I see. You know better than me what I feel when I had first my confession. Of course, there are people that go to mosques and say, "Oh, I feel God there. It's wonderful. I came to God, to Allah. I feel it in the mosque." No, my friend, this is not about our feelings. Yeah, right. Because God is not a drug. You see, I'm Christian. I don't like division between Christians. I'm telling you what is the priest. First, you start with the snake and show you that you are wrong. Second, you start talking about this hat. It's not hat. The priest is wearing like this. I show you. It's a crown. It's a crown, and also it's like continuation of the Old Testament. Chapter 1. He made us. It's continuation, bro. We are continuing the Jewish faith on the right way. Jesus came first to the Jews to continue the Jewish faith because you are not Jewish and you don't have to mix it with the New Testament, the Jewish. New Testament is connected with Old Testament. New Testament is fulfillment of Old Testament. So yes, guess what? The priest, new priests accept Jesus. Guys, actually, I do. You must be born again. You are just a normal church member. Bruder Reza, stell ihn genau diese Frage. Warum sollte es nur an die Korinther-Gemeinde gelten, aber warum die anderen nicht? Warum? Wo ist die Logik und die Weisheit hinter? Der Mann ist verhärtet. Ich habe schon gemerkt. Das war doch keine Sache. Der wird das bis morgen früh 1000 Sachen aus dem Alten Testament holen und sagen, ja, das Alte Testament gilt doch noch für uns. Und dann musst du dann sagen, das Alte Testament gilt auch, aber doch nicht diese Dinge. Der kann diese Differenzierung nicht machen. Und das ja gut, dann muss ich heraus tun, das hat ja keinen Sinn, ja. Ne? Ja. Verabschiede dich da einmal, ne, dass er weiß. Yeah, my friend, you must be born again. It doesn't make any sense to go further with you, because you are just a church member and you are in... No, I'm not churchman, I'm ex-gnostic, dude. I'm ex-gnostic. Born again, you don't have the Holy Spirit. You mix a lot of things. Yeah, right. I mix a lot of things. Come on, bro. If you are telling me that like 1,500 year church was wrong, and after that came one guy said, "Oh, you are all wrong. I am right." Oh, bro. Chapter 17 then how? God how will. Jesus? How Jesus then was with the apostles and their students and their students to the end of the time? How? No. Oh yes, yes, yes. You don't have to go out. You don't have to go out out of Bible. As soon as you leave the Bible, because if you just read the Bible,
You have, you will have like 2,000 denominations if you just read the Bible, because you Sasha, cannot understand the Bible just like that, you know? You Russia, need to know Hebrew, you know, to need Jewish Russia. Customs. Can I tell you one thing? Listen to me. You have to divide the Bible in covenant. We have covenant, God makes covenant with Jewish and then makes covenant with other people. You understand? We have a covenant. And if you stay in the Old Testament, you have with rules, you don't have the Evangelium. You understand me? You live with the old Jewish rules. I don't believe about all Jewish rules. What are you talking about? Yes, it is. That hat Sinn. It is. It book, is. Book of Weford, Sasha. God bless you und goodbye. Ich kann kein guter Englisch. Ich wünsche Gottes Segen. Na, es hat aber God bless you all. God bless you all. Chapter 3, verse 3. And brother, when I read the Bible, I read all the context, not one verse, because it's standard mistake to read just one verse. I read all the Bible on the context. And by the way, I also read the Jewish scripture that, by the way, Jesus Christ quoted. If you didn't know, Jesus quoted Targums, Apostle Paul was quoted you Targums. You are not wiedergeborn. Das geht born nicht. Again. Egal. Born again. You have to reborn. You have to reborn. I think I am. You not reborn. You die Bibel lesen. Ja? Du musst lesen. No, I read the Bible, yes, I read the context, yes, I read yes, the yes. Jewish scripture. No, but you Jesus quoted. Do you know what is Targums? Okay, tell me. What is Targums? Jesus never say you must be an Orthodox or Catholic. He said you must be born again, and you are not born again. You are. Okay, you what are Targums? Because you are born again. Tell me what are Targums? You are not Jewish. You. Targum is Jewish. Eine Wand. You Wand. Du bist einfach Wand. No, I'm not Jewish. Goodbye, I'm asking goodbye. You, do you know, yeah, Jesus was born like a Jew. Apostles was a Jew. Yes, but they were, okay. they were born okay. again. So, tell me please, again, tell me Jews. Please, do you know, I, do you on, know what are the rules? We thought, I ex-Catholic, I Orthodoxy auf der Kung höchstpersönlich. Du kannst nicht, du hast keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, dass Bro, I don't care about church divisions, okay? I don't care about that. First, I said I'm Christian. After that, I said that I'm Orthodox, because I don't like division between churches, between Christians. That's not my point. I'm asking you, do you know what are Targums, bro? I told you that it's for Jews, not for us. No, actually, Jesus Christ and Apostle Paul quoted Targums. Yeah, read Targums. About it. Because you said you don't you need just a Bible. You said you need just a Bible. You don't yes, need extra not. Biblical sources to understand the Bible. And that's wrong. Most of the Protestants Bible now does not think like that. Situation, also Tradition. You Tradition Müll, Papierkorb. No Tradition. Nein Tradition. Can I read you one verse? Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. Aber wir können das Gespräch auf Deutsch machen, weil es ein anderer, der die Kirche verfolgt, aber es ist nichts auf Deutsch. So that no one can boast. And what you said is this. Brother, do you think that I think that throughout the work I'm saved? Yes, because you want to have the roots. You want to have the rules? No, you get all yes. wrong. No, you don't believe. You don't know what Orthodox Church. Egal, ich muss hier raus. Und Bruder, sie vor ewige Gespräche. Ja, ich habe ihn Epheser 2 habe ich ihm vorgelesen als 8-9, aber ja, er will hören, wie er will. Wir machen das auf Deutsch. Philipp. Ja. Du bist Katholik, richtig? Ja. Komm, jetzt machen wir es mal. Hallo Philipp, Gottes reichen Segen. Gottes Segen. Ich habe eine Frage eigentlich. Ja, bitte. Und also das ist,
Also für mich habe ich jetzt im Internet keine andere Auslegung dazu gefunden. Und zwar hat ja Daniel eine Prophetie gehabt, der Prophet. Und das kleine Horn ist ja der Antichrist, richtig? Ja. Und also ich habe jetzt nichts anderes gefunden, außer dass das kleine Horn das Papsttum ist. Nein, der Antichrist ist nicht das Papsttum. Das Papsttum ist die Hure Babylon und Gott geht ins Gericht mit der katholischen Kirche, die sich zusammenschließt mit der orthodoxen und alle anderen Laodicea-Gemeinden und die werden dann eine Kirche sein in der Endzeit. Das und, ist die Ökumene. Aber mein Freund Philipp, du musst dich nicht um solche Prophezeiungen kümmern, du musst dich erstmal um deine Errettung kümmern. Du musst wiedergeboren werden. Ja, das, ich wollte erstmal gucken, ob die Kirche das wahr ist und anscheinend stimmt das ja auch nicht, dass Petrus der erste Papst war, oder? Natürlich, genau, Petrus, aber wann hat Petrus gelebt? Wann kam der erste Papst? Kam im 5. Jahrhundert, Siricius. Genau, Siricius. Ist ja auch, also ich finde es relativ komisch, dass ein Bischof den anderen, sage ich mal, höher steht. Natürlich, ja genau, das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass Sie sehen, dass die katholische Kirche falsch ist, mit ihren Bischöfen und Papsttum und so weiter, Priester, weil in Offenbarung 1 sagt der Apostel Johannes eben, dass der Herr Jesus uns alle zu Priestern und Königen gemacht hat. Da gibt es keinen Unterschied genau. zwischen den Brüdern mehr. Wir sind alle Priester und Könige. Und 1. Petrus 2,5 sagt es auch Petrus. Genau. Ein König. Also zwei Aposteln, die es bestätigen. Ja, und in der Endzeit, da gibt es ja einmal das, ich weiß nicht, das, wie heißt das nochmal, was der Antichrist. Zeichen? Ja, das Zeichen von, das Zeichen Gottes und das des Teufels, richtig? Du meinst das Malzeichen? Ja, das Malzeichen. Und ja, das Malzeichen wird ja kommen, der ist so ein Antichrist, ja. Ist die Kirche dann, die das Malzeichen verteilt, des Teufels? Nein, das wird von dem Diktator, also kommenden, wiederauferstandenen Römischen Reiches, wird das verteilt. Und zwar, weil das neu auferstandene Römische Reich komplett unter die Diktatur des Tieres aus dem Meer. Das ist ein kommender Diktator, der eben für Ordnung und Ruhe sorgt, aber mit eiserner Diktatur. Und er wird dafür sorgen, er wird den Befehl geben, alle Menschen eben mit dem Malzeichen zu versehen. Und wer das Malzeichen nicht annehmen möchte, der kann auch nicht mehr kaufen und verkaufen. Und der wird dann verfolgt werden. Und der wird auch, dass sie enthauptet werden. Shalom zusammen. Shalom, Gott segne. Also Philipp. Philipp, du musst dich um deine Errettung, du musst wiedergeboren werden, du musst die Welt und die katholische Kirche etc. alles hinter dich lassen und ja, du musst zum Herrn Jesus Christus kommen und alles absterben. Aber kurze Frage, Philipp, was ist passiert mit dem Sinneswandel? Letzte Gespräch, vor ein paar Tagen hast du mit mir hart diskutiert wegen Babytaufe, alles Mögliche. Ja, nee, also, es ist so. Bist du zur Vernunft gekommen? Nee, ich hab mir halt, also ich war halt erstmal dagegen seit dem ersten Gespräch, dann habe ich mir den Katechismus und die ganzen Kirchenväterbriefe durchgelesen, dann war ich wieder gestärkt, aber jetzt nachdem ich das Buch Daniel gelesen habe, dann ist irgendwie wieder bergab gegangen. Da siehst du, der Herr zieht dich, Philipp, der Herr vergisst aber dich nicht. Ich habe mir gedacht, dass ich die wahre Kirche durch das Herz, sag ich mal, finde, aber Jesus sagt ja, dass Lüge und Mord und alles vom Herzen. Aus dem Herzen kommt, sehr gut. Genau, ja. Aus dem Herzen. Und wer ist die Kirche, Philipp? Wir, die Ekklesia, heißt Kirche und Gemeinde. Das ist ein und dasselbe Wort. Eine Gemeinde. Wir sind die Ekklesia. Du erkennst es, Philipp, Stück für Stück. Du erkennst es. 1. Petrus 2 hat der Bruder Pavlos, die auch, glaube ich, nicht heute dabei, hatte dir das gezeigt. 1. Petrus 2, dort sagt, dass die Gemeinde eben ein geistiges Gebäude ist, wo jeder Wiedergeborene eben wie ein Stein also hinzugefügt wird in diesem geistigen Tempel Gottes. Das ist das Leib Christi, das ist sein Leib. Die Brautgemeinde Jesu. Ja, das ist die Kirche, das ist die Gemeinde Jesu, nicht Kirche hier in Rom, ein Gebäude mit Menschenhänden gebaut oder die Kirchen hier in Deutschland. Ja, die Kirche Christi, die Gemeinde Christi ist ein geistiges Gebäude, ist kein physisches Gebäude,
mit Steinen gebaut, da, was wir auf den Straßen sehen, in den Großstädten. Geistliches Haus. Und, geht jeder Katholik und Orthodoxe. Warte, Bruder Deni. Ja, Philipp? Gehen alle, sag ich mal, die so einer Konfession anhören, in die Hölle? Ja, die sind verloren, weil sie nicht wiedergeboren sind. Genau. Alles, was nicht wiedergeboren ist, wird verloren gehen. Alles. Der Herr Jesus kennt da. Weil nur die Wiedergeborenen haben den Heiligen Geist empfangen. Und wenn du den Heiligen Geist nicht empfangen hast, was du ja bei der Wiedergeburt empfängst, dann bist du auch nicht sein, sagt Römer Kapitel 8. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist auch nicht seins. Ja, ich habe noch ein paar kleine Fragen. Und zwar, die Wiedergeburt ist ja eigentlich die Taufe. Nein. Bruder, in Johannes 3, Vers 5 steht geschrieben, wenn ich von neuem geboren ist, aus Wasser und Geist, der wird nicht in Reich der Himmel kommen. Dann denken viele, Wasser ist jetzt die Taufe gemeint. Nein, Johannes der Täufer kam mit der Wassertaufe. Johannes der Täufer sagt aber, der nach mir kommt, der wird mit dem Heiligen Geist und die Feuertaufe machen. Feuertaufe ist der zweite Tod, die Hölle. Und der Heilige Geist ist der Heilige Geist Empfängnis. Jetzt unterscheiden. Jesus hat in Johannes Kapitel 3 mit Nikodemus geredet, also den höchsten Rabbiner, einen Hohepriester. Und der hat mit dem Alten Testament geredet. Das heißt, es geht um den Tanach, der Alte Testament. Und wir wissen laut Alten Testament, dass Wasser Ritualbäder gab in den Tempel, was deine Sünden gereinigt hat. Aber was reinigt dich jetzt heute? Das Blut des Herrn Jesus Christus. Galater Kapitel 3 bitte komplett lesen. Ich habe den Vers vergessen. Galater 3 auf jeden Fall. Und Galater 5 lesen. Ich wollte auch noch was sagen. Warte, Bruder, warte. Und das Blut hat uns komplett gereinigt. Wir sind mit dem Herrn Jesus Christus zusammen abgestorben und auferstanden. Wir sind, so gesehen, mit ihm getauft. Durch seine Blutsreinigung. Ne? Nicht durch die Taufe. Die Taufe ist nur ein öffentliches Zeugnis, was man sagt. Ich sterbe mit ihm und auferstehe. Ein öffentliches Symbolzeugnis. Aber wir haben den Heiligen Geist empfangen durch die Annahme des Herrn Jesus Christus und die Bußetuung an ihn abzugeben. Und vergiss den Verbrecher neben den Herrn Jesus Christus alle nicht. Er war nicht getauft und war im Paradies. Und Apostelgeschichte 8, 14 bis 17 lesen. Kapitel 8, Vers 14, 17 lesen. Die Samariterin, die war getauft, aber hatte nicht den Heiligen Geist. Da sehen wir, die Taufe gibt nicht den Heiligen Geist und gibt dir nicht diesen Bund. Denn wir brauchen die Annahme des Herrn Jesus Christus vollkommen. Dann funktioniert das. Also, meine Lieben, immer achten. Wasser ist das Blut gemeint von dem Herrn Jesus Christus. Geist ist der Heilige Geist, den du empfangen wirst. Wiedergeburt, altes Leben wegschmeißen, neues Leben beginnen. Das ist Wiedergeburt, die echte Vollkommene. Ja, und wenn man als Baby getauft wurde, zählt das nicht. Die zählt nicht. Weil Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt, da sagt Petrus und Lukas, der Lukas hat ja Apostelgeschichte geschrieben, Heiliger Geist, also ich beruhe mich auf drei Zeugen, Gott selbst, Petrus und Lukas, und die sagen, erst Buße tun, dann taufen lassen. Bedeutet, du musst erst umkehren, Buße tun. Ein Baby kann kein Buße tun. Und wenn die sagen, aber Vers 39 sagt Kinder sind keine Säuglinge. Und die Voraussetzung ist Buße tun. Dann heißt das, die Kinder haben Buße getan. Sonst funktioniert das nicht. Die Buße tun ist A und O für den Anfang. Okay. Und ich wollte noch was fragen. Zum Beispiel, wenn man ja Katholik ist, also Praktizierender, dann glaubt man ja an das Fegefeuer. Das gibt es nicht. Die beruhen sich auf den Bibelvers. Achso, ja. Wenn Jesus für uns gestorben ist, dann wofür brauchen wir dann noch so ein Fegefeuer? Richtig, du gibst dir selber die Antworten. Der hat's erkannt. Stark, mein Junge. Stark. Siehst du? Ein bisschen dran ist er sonst gestorben. Und dann in den Himmel kommen gibt es nicht. Also entweder bist du errettet, wiedergeboren, errettet und bist dann nach Epheser 1 bis nach Kolosser 1 versetzt in den himmlischen Örtern. Schon zu Lebzeiten sind wir errettet, versetzt. Oder eben nicht. Aber ein bisschen errettet, ein bisschen Feuer, das geht nicht. Das wäre so Katastrophe. Schreibt, dann erklär mal bitte, wie man das dann jetzt machen soll. Wo lässt man sich taufen? Da, wo Wasser ist, kannst du dich taufen lassen.
Wenn ein Wiedergeborener da ist, ne, ein Mann natürlich, der kann dich taufen lassen. Ist kein Problem. Aber macht euch keine Sorgen. Die Taufe rettet euch nicht. Wenn ihr jetzt ihr ganzes Leben nicht getauft seid, als Beispiel jetzt, das heißt nicht, dass ihr nicht im Paradies geht. Ihr kommt trotzdem im Paradies, wenn ihr von neu geboren seid. Aber trotzdem ist es schön, sich taufen zu lassen. So ist es nicht. Ne? Also nicht unterdrücken. Taufe ist ein wunderschönes Zeugnis, Abgabe öffentlich. Na, und das ist sehr schön. Ich bin getauft als Baby. Ja, diese Taufe zählt nicht, weil man muss ja erst annehmen und dann sich taufen lassen, bewusst. Ich wollte noch was sagen. Vera und Christina, du kannst mir gerne schreiben, ich folge dir. Na, ich weiß ja nicht, wo du genau wohnst, aber vielleicht gibt es da vielleicht den einen oder anderen Wiedergeborenen, der dich dann taufen lassen kann. Ja, Bruder Denny? Ja, es ist ja auch so, dass die Großkirchen zum Beispiel die Wiedergeburt nicht lernen. Und es ist eigentlich immer nur Tradition. Und die ganzen Traditionschristen, sie wissen nicht, ob sie zu 100% in den Himmel kommen. Sie hoffen natürlich drauf, dass sie dann halt durch ihre Werke, durch die Gehorsamkeit, vielleicht in den Himmel kommen. Aber mir ist aufgefallen, ja, ob die evangelische Kirche, orthodoxische Kirche oder katholische Kirche predigen nicht die Wiedergeburt, die Buße. Das machen die nicht. Die katholische Kirche predigt nur nicht mal, dass Jesus Gott ist, obwohl das wirklich verankert ist, aber die predigen das gar nicht. Die erzählen einfach nur so ein Gottes. Obwohl die wissen, es ist Gott, nur die erzählen es nicht. Damit die Leute niemals denken, dass Jesus Gott ist. Das ist das Problem. Weißt du, mir eine Katholikin mal ins Gesicht gesagt hat, so eine Katholikin, die sagt mir so, hä, Jesus ist doch nur der Sohn Gottes. Nicht, weil sie das verwehren möchte und wir können das Gespräch nicht führen. Die wissen das gar nicht, die kennen es nicht. Die Kirche lehrt es doch gar nicht. Ja, aber du hast ja gehört, Bruder Reza, weißt du, was die Katholiken gesagt haben hier auf TikTok? Ja. Lieber küsse ich Koran, anstatt ich ein Freikirchler werde. Ja, da siehst du eben diese geistige Haltung von denen, ne? Aber Johannes Paul II., der hat ja auch den Koran geküsst. Nee, Johannes Paul II. Ist aber auch eine, ne? Ja, ich habe mir mal ein Buch von dem durchgelesen und vom Katechismus, und das ist so im Glauben als Katholik, dass man glaubt, dass der Papst Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Und das ist das Problem. 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 5 bitte lesen. Warte bitte. 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 5. Was steht denn da drin, Herr Philipp? Ich hab grad... Öffne mal ganz schnell. 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 5. Ja, nur Vers 5. Da haben wir jetzt die Antwort. Wer jetzt der echte Stellvertretender ist? Der Mittler. Da sehen wir die Antwort. 1. Timotheus Kapitel 2. 2 Vers 6. Vers 5. Achso. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Amen. Und da sehen wir es. Was hat der Papst gerade gemacht? Hat er sich dem Herrn gleich gemacht? Wenn man als Katholik, sage ich, also wenn man insgesamt behauptet, dass, sage ich mal, der Papst Stellvertreter Gottes ist, dann das geht ja schon so Richtung Blasphemie. Ja, das ist Blasphemie, genau. Der hat sich den Herrn gleich gemacht. Wer ist das, dass er den Herrn gleich macht? Na, aber da sehen wir, das sind die Früchte, meine Lieben. Ihr seht es, Stück für Stück. Wie prüft man das? Guck mal, Philipp, wir haben es geprüft aus unserer eigenen Intelligenz oder mit der Bibel? Mit der Bibel, ganz klar. Wir prüfen mit der Bibel, nichts anderes. Und mit der Bibel erkennen wir, wer lügt und wer die Wahrheit sagt. Nur mit der Bibel, Maßstab immer Bibel. Niemals Maßstab Mensch, sondern Bibel. Nicht Maßstab Bruder Reza oder Bruder Pavlos oder Bruder Denny. Maßstab Bibel nehmen. Das ist der Maßstab. Und Reza? Ja, bitte. Im Buch Daniel steht ja, dass das kleine Horn, sag ich mal, die Heiligen tötet. Ja. Es wird eine Verfolgung geben, genau. Ja, bezieht sich das auch, also die katholische Kirche hat ja eine spanische Inquisition durchgezogen. Ja. Nein, also die haben ja auch Millionen von Menschen
Genau, das ist das, wo Offenbarung 17 und 18 davon gesprochen wird, nämlich dass die das Blut des der Heiligen trinkt, diese Hure. Und das sind das, was du jetzt meintest, nämlich die katholische Kirche hat die wahren Geschwister in Christus eben verfolgen lassen und töten lassen. Und davon spricht dann eben Offenbarung Kapitel 17 und 18 über die Hure Babylon, über die katholische Kirche, die dann auch gerichtet wird. Okay. Also diese Prophezeiungen haben sich noch nicht erfüllt. Das kommt noch. Das große Gericht über die Hure Babylon, das kommt noch alles in der Drangsalzeit. Aber wir Wiedergeborene werden vor der Drangsalzeit entrückt werden. Kennst du die Entrückung? Ja, dass wir, sag ich mal, zu Jesus hinabsteigen und das Ganze nicht miterleben müssen. Also hinauf zum Herrn Jesus, der kommt ja raus aus dem Himmel, Paradieshimmel raus, kommt in unsere Luftatmosphäre, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Abvers 16, und bleibt in dieser Erdatmosphäre stehen für eine kurze Zeit und zieht uns, seine Brautgemeinde, in einer Millisekunde zu sich. Wir werden entrückt werden in die Luft dem Herrn entgegen. Also das kann jederzeit theoretisch. Das kann jederzeit passieren, jederzeit, jede Sekunde. Also es könnte sogar sein, dass während wir jetzt uns miteinander unterhalten, plötzlich wir weg sind. Und die anderen bleiben dann, oder was? Plötzlich, da ist niemand, der mit denen noch redet hier in dem Stream. Und die anderen bleiben dann? Also die anderen, ja natürlich, alles, was nicht wiedergeboren ist, wird zurückgelassen. Und die kommen in die Apokalypse. Der Spreu von dem Weizen wurde getrennt. Wird getrennt werden, genau. Deswegen kümmere dich um deine Wiedergeburt. Und wie macht man das? Ganz einfach. Du musst absterben. Deine Sünden musst du zum Herrn Jesus kommen. Du musst dich und deine ganze alte Natur, dein ganzes altes Leben, musst du vor dem Herrn Jesus in den Tod werfen. Aber das muss ich nicht in irgendeiner Gemeinde, oder? Nein, da musst du jetzt in dein Kämmerlein. Okay. Du und der Herr Jesus, nichts dazwischen, kein Papst, das musst du alles löschen. Okay. Nur du und der Herr Jesus. Und dann kriegst du den Heiligen Geist, wirst versiegelt und dann bist du wiedergeboren. Mach es richtig, mach es ganz. Ja. Halte nichts zurück. Du musst der Welt absterben. Du musst alles hinter dich lassen bei der Buße, wenn du zum Herrn Jesus kommst und Buße tust. Sei du ganz alleine, geh in dein Kämmerlein, ganz alleine. Und dann tust du Buße vor dem Herrn und lässt alles hinter dir, die ganze Welt. Und dann bist du ein Teil der Gemeinde der Wiedergeborenen, der Heiligen. Dann bist du wiedergeboren. Okay. Ja, ich danke für die Antworten. Alle Dank und Ehre dem Herrn Jesus Christus. Du schaffst das schon. Halte nichts zurück, ne, mein Lieber. Halte nichts zurück. Gib alles dem Herrn Jesus ab. Ne, alles. Heute. Bekenne vor dem Herrn alles, was du getan hast in deinem Leben. Du musst auch deine katholischen Ehelehren vor ihm bereuen. Ja, aber ich bin ja auch zum Beispiel Messdiener. Das musst du alles, das musst du alles bereuen vor ihm. Du musst alles absterben. Also du musst alles absterben. Das ist alles weltlich. Bruder Reza meint, du musst alles beichten. Deine ganzen Sünden musst du beichten und bereuen. Das meint Bruder Reza. Ja, das mache ich. Und das Opfer, was die katholische Kirche da bringt, also das ist das auch so mäßig Brotbrechen in der Gemeinde? Nein, leider nicht. Der Herr Jesus sagt das in der Offenbarung, Kapitel 2, eben, dass das, was die katholische Kirche jede Woche da opfert, dass es Götzenopfer ist. Aber ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass der Sabbat eigentlich der siebte Tag ist und der verlegt wurde von der katholischen Kirche auf den Sonntag, den ersten Tag. Nein, die katholische Kirche hat das geändert. Der erste Tag der Woche ist eben der Tag nach Sabbat. Und Apostelgeschichte 20, Vers 7 sagte Apostel Paulus ja eben, dass sie zusammenkamen am ersten Tag der Woche, um Brot zu brechen. Das ist schon richtig, dass die katholische Kirche, beziehungsweise die römisch-katholische Kirche, das damals so genannt haben, nach dem den Tag, den ersten Tag der Woche. Genau.
dass sie das nach dem Sonnengott genannt haben. Das ist nun mal, weil der Satan versucht auch, die ganzen Sachen, was Gott uns gegeben hat, ins Gegenteil zu verkehren. Und das ist eben diese katholische Kirche, die eben am Sonntag diesen Götzenopferfleisch isst. Deswegen findest du auch zum Beispiel Götzenbilder in der katholischen Kirche, zum Beispiel das Dreieck mit dem Auge, Horus. Das ist so ein Sonnengott. Bruder Reza, ja. Ich kann es auch kurz erklären, aber erklär ja. Mal Book of Haram, der hat eine wichtige Frage. Wie erklärt dir, dass Petrus den Schlüssel bekommen hat? Der keinen Schlüssel bekommen, erklärt das mal. Natürlich als erster Führer der Jerusalemer Gemeinde, natürlich die Führung bekommen vom Herrn Jesus, eben als Leiter der Jerusalemer Gemeinde, den Schlüsselgewalt zu haben, das heißt also zu richten, über die Gemeinde zu herrschen und zu richten, rauszuschmeißen und so weiter, zu stärken, kräftigen, führen. Und deswegen hatte diese Bindegewalt gehabt. Ja, das ist nicht irgendwie Schlüssel, so ein Schlüssel, was man so eine Tür öffnet damit hier auf der Erde, so eine Haustür. Ja, das ist einfach ein geistiger Prozess, was damit gemeint ist. Ja. Und Petrus, da muss ich nochmal erklären, Petrus ist nicht der Fels. Alle, die denken, wegen Matthäus Kapitel 16, wo Jesus sagte, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ja, also meine Kirche bauen. Das ist nicht ein physisches Haus und Petrus ist nicht der Fels. Denn Petrus heißt Petros, Kephas, ne, aramäisch, das heißt Stein. Wir sollen auf lebendige Stein sein, auf ein geistliches Haus. 1. Petrus Brief, Kapitel 2, Vers 5. Und der Fels ist nur Gott selbst. Psalm 18, Vers 32. Wer ist der Fels als nur Gott allein? Psalm 18, Vers 32. Da sehen wir, Gott ist der Fels, nicht Petrus. Er ist nur ein Stein und wir sind auch Steine. Einer schreibt Heretiker. Das heißt so, Heretiker bedeutet gegen die Kirche. An sich bin ich ja nicht gegen die Kirche. Ich bin doch die Kirche. Aber ihr habt ein Haus gemacht, was gar nicht richtig ist. Meine Lieben, bibeltreu sein, nicht kirchentreu sein. Bibeltreu. Die katholische Kirche, Bruder Reza, oder die orthodoxische, die haben Angst, wenn die Bibel lesen. Die müssen Kirchenväter lesen. Wenn die Bibel lesen, können die, dann ist Katastrophe, dann erkennen die Fehler. Das mögen die nicht. Ja, ich weiß. Das ist das Problem. Das ist heftig. Einer schreibt aber Papst Pavlos. Nein, ich will nicht Papst genannt werden, weil Papst heißt Padre und Jesus sagt, er nennt niemanden Vater auf dieser Erde. Gibt niemand diesen Ehrentitel. Niemanden. Aber ja, wissen wir? Ja. Von dieses Auge von dem Reza gesprochen hat im Dreieck. Also ich habe mir dein Video zu dieser Entschlüsselung des Geheimnisses angeschaut auf YouTube. Ja. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist ja fast in jeder katholischen Kirche. Ja, natürlich. Ja, klar. Ich zeige es euch. Hier habt ihr den Hexagramm vor eurer Augen. Natürlich. Das ist der Hexagramm. In der römisch-katholischen Kirche, meine Lieben. Und darunter, glaube ich, ist auch sogar das Pentagramm, wenn ich das genau sehe. Ich muss meine Brille holen. Ich kann das selber nicht erkennen. Darunter ist ein Pentagramm und darüber das Hexagramm, ja. Ist das, also das ist ja das Zeichen von den Juden. Das Hexagramm hat mit den Juden nichts zu tun, sondern das Hexagramm ist ein altokkultes Symbol, was Magier, Schwarzmagier in ihren Ritualen benutzen, so wie das Pentagramm auch. Das Davidstern, so genannt, der Davidstern gibt es erst seit 1945 ungefähr. Die haben das da ja hinzugefügt und das sind Zionisten. Ne? Also dass die, wenn man einen Rabbiner sogar fragt, wo steht Davidstern? Nicht mal in, also der Tanach nicht und nicht mal in den Talmud steht, dass sie wissen nicht, woher das herkommt. Ja. Ja, keine Ahnung. Wir wissen, dass das ein okkult-magisch-satanisches Symbol ist. Kennst du das Wort Hexerei? Hexe. Ja. Das kommt von dem Begriff Hexagramm. Griechisch 6. Das hat ja 6 Ecken zu jeweils 66 Grad, diese Dreiecke. Also du hast immer wieder die 666.
Und aber im Vatikan gibt's ja so ganz viele so Symbolik, zum Beispiel das mit der Audienzhalle und alles. Ja, genau, da hat Bruder Danny gut aufgedeckt. Ja. Oder hier. Ja, meine Liebe, ne? Also jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen, weil Bruder Danny, wenn du einen Stream öffnest, mach bitte ein, weil ich gehe dann jetzt auf jeden Fall raus. Ich muss arbeiten. Morgen. Philipp, mach das heute noch, ne? Warte nicht auf den Morgen. Ja. Und wenn die Entrückung heute Nacht geschieht und du hast auf den morgigen Tag gehofft oder verschoben, dann ich will nicht in deine Haut stricken, deswegen mach das heute jetzt gleich. Nach dem Stream. Stirb alles ab. Und kommt dann also Gottes, betet für Philipp, betet für ihn und betet für jeden Einzelnen, der hier zugehört hat, für welche, die nachdenken und so weiter, betet. Ja. Vergiss das Gebet nicht. Ja. Amen. Und Book of Haram hat noch eine Frage gestellt, also war der Schlüssel nur für Petrus seine Seite gewesen? Genau, er hatte Schlüsselgewalt als Apostel, aber diese Schlüsselgewalt haben wir als Gemeinde immer noch. Ja? Dass wenn wir binden, eine Sache, was zum Beispiel auf der Erde gebunden ist, dann wird es auch im Himmel gebunden sein. Das heißt, das Ding wird im Himmel mit dem Herrn besprochen werden. Wenn wir zum Beispiel mit den Brüdern oder Schwestern in Konflikt geraten und keiner von den beiden will eben also das Recht dem anderen zusprechen, dann ist das gebunden hier. Und das wird dann im Himmel besprochen werden. Aber wenn wir es hier schon lösen auf der Erde, dann ist es auch schon im Himmel gelöst. Dann wird das nicht mehr besprochen werden müssen. Matthäus 18. So, meine Lieben, dann geht ins Gebet für die Leute, die jetzt sich denken, was Neues dazugelernt haben und noch in die religiösen Sachen drin sind. Geht ins Gebet. Herr Gott, wer ist? Geht aus dieser Kirche raus. Folgt doch nur Jesus nach, nur die Bibel. Die Bibel ist das Beste, was es gibt. Und die beste deutsche Bibelübersetzung, bevor ihr noch fragt, Schlachter 2000, Elbefelder, das sind eine der besten deutschen Übersetzungen von Urtext auf Deutsch. Dann habt ihr schon mal eine Top-Übersetzung. Und bitte, seid von neuem geboren. Gebt alles ab. Ja. Wie Bruder Reza sagte, nicht hinhalten. Was wäre, wenn heute Nacht die Herr Jesus kommt? Na? Nicht auf den morgigen Tag warten. Genau, ihr Lieben. Heute, jetzt ist die Zeit. Jetzt. Absterben, zum Herrn Jesus kommen und die Welt hinter euch lassen und ganz zum Herrn Jesus kommen. 100%. Keine Ablenkung. Keine Ablenkung. Genau. Okay, dann. Dank Gottes Segen. Gott segne euch. Gute Nacht euch allen.